Da wollte ich nur ganz entspannt mit dem kleinen Timmy in den Urlaub fliegen und dann das. Ein lauter Knall, schreiende Menschen, ein Absturz mitten im Wald und keine Spur von Timmy. Hier auf der Halbinsel von The Forest verbringe ich 100 Tage zu Land, zu Wasser und in der Luft. Auf der Suche nach dem verlorenen Sohn errichte ich mir ein gemütliches Zuhause, erkunde Höhlen und setze mich mit den einheimischen Bewohnern auseinander. Und da das Ganze nicht meine erste Runde in The Forest ist, spiele ich den höchsten Schwierigkeitsgrad hartes Überleben. Als ich das Bewusstsein wiedererlangte, fand ich mich verletzt und mit riesigem Hunger im Wrack des Flugzeugs. Zum Glück gab es hier noch die ein oder andere Mahlzeit und so nahm ich mir die Flugzeugaxt und plünderte einige Getränke, Schmerzmittel und etwas Alkohol aus der Flugzeugkabine. Im Außenbereich fand ich noch drei Reisekoffer, die etwas Stoff und ein paar Snacks enthielten. Direkt neben der Absturzstelle fand ich zwei verlassene Hütten, die von diesen Totems umgeben waren. Eine einfache Möglichkeit, an mehr Stofffetzen zu kommen, die für das Crafting noch sehr wichtig werden. Ich nahm mir die Seile und zwei Benzinkanister mit und bevor noch ihre Besitzer zurückkehrten, machte ich mich lieber aus dem Staub, um die Umgebung zu erkunden. Ich habe halt auch überhaupt keine Ahnung, wo ich bin. Boah, das ist alles so lange her. Ich habe das Spiel ja schon mal gespielt. Nur das ist halt so viele Jahre her. Da war das Spiel damals noch im Early Access. Das wird jetzt erstmal eine ganze Weile dauern, um hier wieder reinzukommen. Ah, ja, stimmt. Hier gibt's ja dieses riesige Loch. Oh ja. Der große Krater mitten auf der Karte wird im Endgame noch eine große Rolle spielen. Ich wollte gerade weiterziehen, um mir einen Bauplatz zu suchen, bemerkte dann aber, dass ich hier eigentlich alles hatte, was ich brauchte. Der Krater auf der einen Seite, Felswände als natürliche Barrieren auf der anderen und sogar fließend Wasser war vorhanden. Ich war mir zwar noch nicht 100% sicher, aber wollte erst einmal hier bleiben. Okay, ich habe ja 100 Tage Zeit, das heißt, umziehen kommt auch noch in Frage. Jetzt schaue ich mir erstmal an, wie hat denn hier das Bauen funktioniert? Ich muss erstmal eine kleine Unterkunft, ein kleines Shelter machen, oder? Ich glaube, diese Blätterhütten waren nur zur einmaligen Verwendung. Dann mache ich mir doch lieber so einen Jagdunterstand. Ich fällte also meine ersten zwei Bäume, sammelte ein paar Steine und baute damit den Jagdunterstand auf, an dem ich nun schlafen und speichern konnte. Ich checkte kurz die To-Do-Liste aus dem Notizbuch und fand anschließend eine weitere nützliche Nebenfunktion des Unterstands heraus. Geil. Ja. Gib mir die Federn. Sehr gut. So kann es doch bleiben, oder? Was ist das hier? Ach, Fleisch kriege ich auch, nicht nur Federn. Das ist ja großartig. So, was kann ich denn mit den Sticks hier überhaupt machen? Kombinieren? Ja, aber zu was denn? Schwacher Speer, okay. Und während noch weitere Vögel meinen Unterstand als Landebahn benutzten, neigte sich der erste Tag dem Ende. Vor dem Schlafen wollte ich aber noch ein Lagerfeuer bauen, also suchte ich mit Feuerzeug und Speer bewaffnet den Waldboden nach Stöckern ab. Ah ja, ich erinnere mich wieder. Man braucht für so gut wie alles Stöcke. Aber es wird jetzt schon echt furchtbar dunkel. Denke, ich werde mich gleich in meinen Unterstand reinlegen. Nach der ersten Nacht im Unterstand entzündete ich das Feuer, um mir Frühstück zu machen. Während das Vogelfleisch vor sich hingarte, stellte ich ein Trockengestell auf, um zukünftig auch haltbares Fleisch zu trocknen. Nachdem der Hunger gestillt war, platzierte ich ein großes Stocklager, denn wenn ich hier bauen wollte, brauchte ich zu jeder Zeit eine Reserve an Stöcken. Okay, nachdem ich jetzt Stöcke gesammelt habe für den Halter, gehe ich jetzt zur Abwechslung Stöcke sammeln, denn irgendwas will ich da ja reinmachen. Nachdem das Stocklager gut gefüllt war, baute ich mir einen Bogen, ein paar Pfeile und eine Keule, bevor ich auf meinen ersten gefährlichen Gegner traf. Und dies sollte kein einfacher Kampf werden. Oh, hallo. Ich habe mir gerade eine handgemachte Keule gecraftet. Kleines Reh, was sagst du dazu? Oh, das hat nicht funktioniert. Oh, bleib hier. Na, geht doch. Drei Pfeile für ein Reh? Alles klar. Das Reh gab nicht nur Tierhaut, sondern auch vier große Fleischstücken, die ich gleich zum Trocknen aufhing.
Tierhäute sind am Anfang des Spiels enorm wichtig, da man mit ihrer Hilfe Beutel und Behälter craften kann, um mehr Ressourcen zu tragen. Am Abend baute ich noch ein Steinlager, farmte noch ein paar zusätzliche Materialien und beendete auch den zweiten Tag am Jagdunterstand. Okay, ich habe einen kleinen Vorrat an Stein, ich habe einen kleinen Vorrat an Stöcken, mein Flugplatz für Vögel funktioniert auch. Hau ab! Irgendwann schlage ich dieses Shelter hier kaputt. Nee, aber das Ding hat ja eine Markierung. Und auch wenn ich noch keine Karte habe, die muss ich erst irgendwie finden. Aber auch wenn ich noch keine Karte habe, kann ich ja erkunden gehen. Weil ich sehe ja von überall die Markierung. Ich finde ja jederzeit wieder zurück. Und deswegen mache ich das doch jetzt einfach mal. Gehe ich ein bisschen erkunden. Aber natürlich nicht ohne vorher noch schnell was zu essen, mich dabei selbst am Feuer anzuzünden, dabei fast zu sterben und vollkommen unnötig eine Medizin für diesen Vorfall zu verschwenden. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Ich ging nun also in den Wald und kam recht schnell an ein verlassenes Zeltlager, in dem Koffer mit massenweise Pfeilen und Leuchtfackeln zu finden war. Außerdem nahm ich mir den Topf mit, der im Lagerfeuer stand und konnte somit nun dreckiges Wasser abkochen und trinken. Oh Gott. Ich hatte ja keine Ahnung. Das sieht ja hier alles gleich aus. Ich brauche echt einen Kompass oder eine Karte oder sowas. Wie soll ich mich denn hier orientieren so? Oh. Hier ist ein Kannibalendorf. Aber ist hier jemand? Oder kann ich mich hier einfach bedienen? Na, immerhin. Bisschen Stoff. Was zu essen. Nicht übel. Unweit des kleinen Dorfes fand ich die erste Höhle und vor deren Eingang einige Flugzeugpassagiere, die ziemlich übel zugerichtet wurden. Aber viel mehr als etwas Stoff und ein paar Uhren gab es hier nicht zu holen. Ich glaube, ich guck mal rein in die Höhle, oder? Das klingt doch spaßig. Ich habe nur null Licht. Doch, ich habe ein paar Leuchtfackeln. Die habe ich ja gelootet. Wenn die Höhlen in The Forest eins gemeinsam haben, dann dass sie alle extrem dunkel sind. Also baute ich mir eine Fackel, die mir allerdings nichts nützte, weil sie meine Waffe in der Hand ersetzte. Ich fand auf dem Weg eins von Timmys Kunstgemälden, schlug mir den versperrten Weg frei und erhellte den dahinterliegenden Raum mit Leuchtfackeln. Dort konnte ich ein paar Getränke einsammeln, musste dann aber feststellen, dass ich hier nicht alleine bin. Oh Gott. Mein erster echter Gegner war also direkt ein Armsi, einer der stärksten Mutanten im Spiel. Zum Glück bereitete ihm das Höhlensystem einige Navigationsprobleme und so konnte ich genug Abstand gewinnen, um zwei Molotows zu craften und ihn aus der Ferne mit Pfeilen zu beschießen. Und nach beiden Molotows und unzähligen Treffern mit dem Bogen erlag er seinen Verletzungen. Oh mein Gott, hat er jetzt viel ausgehalten. Alter. Zwei Molotows und quasi unendlich viele Pfeile. Die Mutantenrüstung kann ich anziehen, oder? Dann habe ich hier so ein bisschen Rüstung zumindest. Ich fand noch etwas Loot, hauptsächlich Stoff, an einer stilvoll hergerichteten Leiche und konnte dort einen weiteren Gegner mit einem Kopftreffer ausschalten, bevor ich mich in den nächsten Bereich bewegte, wo ich reich beschenkt wurde. Darf ich mich jetzt hier ins Loot stürzen? Aha, davon habe ich schon so viele. Oh, sehr gut, da kann ich neue Molotows bauen. Was ist denn das hier? Ach, ein Feuer! Ah, cool. Oh mein Gott. Die kann man auseinanderhauen. Daran erinnere ich mich sogar noch. Ich was zu essen, was zu trinken. Neue Leuchtfackeln. Ja, ist doch ganz nett. Ich hatte es beim Aufheben gar nicht mitbekommen, aber als ich mein Inventar checkte, fand ich das Katana. Eine nützliche Nahkampfwaffe für den Anfang, definitiv besser als meine Flugzeugaxt oder der angespitzte Stock. Aber das war noch nicht alles, was es hier zu finden gab. Oh mein Gott, Taschenlampe. Etwas orientierungslos folgte ich dem Pfad durch die Höhle, an dessen Ende ich an einem Seil nach unten kletterte und dort gleich mehrere Spuren von Timmy fand. Das Bruststück seines Spielzeugs und zwei Zeichnungen. Von hier gelangte ich an einem langen Kletterseil zurück an die Oberfläche. Puh, das war creepy. Und sieht so aus, als ob die Sonne gerade untergeht. Also sehe ich mal zu, dass ich zurück nach Hause komme. Immerhin habe ich jetzt eine Taschenlampe und einen Katana. Und scheinbar ging die Sonne nicht unter, sondern scheinbar geht die Sonne gerade auf. Das heißt, ich habe die ganze Nacht in dem Cave verbracht. Uff, big uff. Okay, diese Molotovs, die waren echt gut. Die waren eine riesige Hilfe. Die sollte ich wohl öfter benutzen. Boah, ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt hier anfangen soll, irgendwas Größeres zu bauen oder ob ich erst weiter erkunden soll, bis ich eine bessere Axt finde. Aber ich habe auch keinen Raff von wo.
Ich nahm mir dann die Zeit, um einmal das gesamte Baumenü durchzublättern, um überhaupt eine Idee davon zu erhalten, was ich hier bauen möchte. Ich entschied mich schließlich, erst einmal einen der drei offenen Wege in mein Lager mit einer Palisadenwand zu schützen, zog die Blaupause einmal von der Felswand bis zur Schlucht und setzte in der Mitte ein Tor. Und naja, ihr wisst, was jetzt kommt. Gut, ich habe keine Ahnung, ob die NPCs hier außen rum können. Ansonsten muss ich noch ein Stück verlängern. Das ist auch kein Problem, notfalls. Oh, es gibt sogar Ingame-Tageszähler. Das ist ja gut. Ich dachte, man kann es nur beim Speichern und Laden sehen. Ist ja ein Traum. Ein Baumstammschlitten. Den brauche ich. Das ist ein enorm wichtiges Item hier. Na, für Wassersammler fehlt mir noch so ein Schildkrötenpanzer. Das ist schade. Ah, immerhin ein kleines Licht. Besser als gar nichts. Aber ich muss das hier noch viel besser beleuchten. Oh Gott, ich sehe ja gar nichts mehr. Ich gehe schlafen. So ist das nämlich. Am nächsten Tag begab ich mich auf eine sehr erfolglose Suche nach Schildkröten, da ich meinen Wassersammler fertig bauen wollte. Ich konnte zumindest mein erstes Hasenfell erbeuten und lief dann einmal quer über die Map, immer am Wasser entlang, da ich dachte, dass die Schildkröten wohl eher am Ufer zu finden sind. Aber statt Schildkröten fand ich eine schlecht gelaunte Gruppe Kannibalen. Bruder, lass mich in Ruhe. Ich suche Schildkröten. Hast du vielleicht Schildkröten gesehen hier? Ich habe gehört, hier sollen Schildkröten sein. Wie sieht's aus? Oh! Ich will die jetzt noch nicht so sehr verärgern. Ich lass das mal. Oh mein Gott, hier sind ja noch mehr. Ich geh mal auf die Insel hier rauf. Ich zog weiter meine Runde auf der Suche nach einer Schildkröte, immer unter Beobachtung der Horde Kannibalen. Ich habe sie ganz bewusst nicht angegriffen, um noch keine Aufmerksamkeit auf mich zu ziehen, denn für ständige Angriffe auf meine Basis war diese noch nicht gerüstet. Noch lange nicht. Neues Outfit. Wie findest du mein neues Outfit? Sieht cool aus, oder? Oh, es wird dunkel, ey. Ich habe den ganzen Tag verschwendet. Nach blöden Schildkröten gesucht, keine einzige gefunden. Ich ging an diesem Abend sehr früh schlafen und wachte entsprechend mitten in der Nacht auf. Und scheinbar passieren in der Nacht allerlei komische Dinge in diesem Spiel. Zum Beispiel das hier. Was war denn das gerade? Hä? Wie ist denn das jetzt fertig geworden? Ich hab gar nichts gemacht. Also entweder ich hatte jetzt irgendwoher so ein Teil im Inventar und habe das jetzt aus Versehen komplettiert oder das ist einfach ein Bug. Sehr, sehr, sehr mysteriös. Oh krass, was man hier alles bauen kann mit diesen Hasen und Rehfell. Das war mir gar nicht klar. Stockbeutel. Das klingt nach was ich haben will. Kann ich auch Seile selber bauen? Ja, aber es braucht eine ganze Menge Stoff. Okay. So. Jetzt müsste ich ja mehr Stöcke tragen können. Oh, das ist gut. Oh, jetzt wird's hell. Okay. Kann ich mich gleich auf den Weg machen? Denn ich will ins nächste Cave. Nach Sonnenaufgang machte ich mich ein weiteres Mal auf den Weg durch den Wald. Immer entlang der Felsklippe auf der Suche nach einem neuen Höhleneingang. Denn eine bessere Axt war für mich die Grundvoraussetzung für jegliche Bauprojekte. Ah, hier ist ein Höhleneingang. Okay, nice. Um den Eingang auch später wiederfinden zu können, baute ich eine Signalflagge vor dem Eingang auf und begab mich in die Höhle. Nur ein paar Schritte hinter dem Eingang gab's schon das erste Loot, aber auch eine folgenschwere Begegnung mit den Bewohnern dieser Höhle. Oh! Oh Gott. Jetzt hier so früh nicht mit Gegnern gerechnet. Oh Gott. Die sind aber auch nicht besonders schlau, kann das sein? Oh. Bruder! Was macht ihr? Boah, wie viel halten die denn aus, Junge? Zu viel ist die Antwort. Seht, ich habe das Katana für eine ziemlich starke Waffe gehalten, aber ich sollte mich irren. Weder beim Angriff noch beim Blocken ist dieses Schwert besonders gut und so verlor ich nach zu vielen Treffern das Bewusstsein und musste diese Runde an den Höhlenbewohner gehen lassen. Doch jede Niederlage birgt auch neue Chancen und so kam ich in einem anderen Teil der Höhle wieder zu mir, umgeben von Loot und zwei wichtigen Items, die mir fortan das Leben leichter machen würden, der Karte und dem Kompass.
Ich begab mich dann zurück in die Höhlengänge, um mich für diesen Rückschlag zu rächen. Ihr müsst wissen, wenn man innerhalb von 48 Stunden ein zweites Mal niedergeschlagen wird, dann stirbt man und das Spiel ist vorbei. Und genau das konnte ich hier nur um Haaresbreite verhindern, als mich das Schwert hier zum zweiten Mal im Stich ließ. Ja, das Katana und ich werden in diesem Playthrough keine Freunde werden. Und so erledigte ich die restlichen Gegner lieber aus sicherer Entfernung mit dem Bogen. Ja, bleib da stehen. Das machst du sehr gut. Bleib da schön stehen. Immer schön stehen bleiben. Und tot. Das war wohl meine Taschenlampe. Oh ja. Okay, dann ist es jetzt wieder Zeit für Leuchtfackeln, Feuerzeug und eventuell die Fackel. Was ist denn hier los? Hat jemand einen Umzug gemacht? Wollt hier jemand einziehen oder was? Das ist jetzt aber auch nicht gerade die schönste Gegend für Immobilien. So, hier gibt's Painkiller, Stoff, Pfeile. What the fuck ist das denn? Alter, wie viel Dynamit? Eine große Axt. Oh mein Gott. Yes. Mit der modernen Axt konnte ich nun Bäume deutlich schneller fällen und die ersten Bauprojekte beginnen. Und wie sich später noch herausstellte, ist sie auch eine ziemlich gute Nahkampfwaffe. Doch zuerst musste ich mich mit einem weiteren Bug herumschlagen, denn diesen Tennisball aus einem der Reisekoffer wollte mein Charakter einfach nicht mehr aus der Hand legen, egal was ich versuchte. Digga, ist es möglich, dass er den Ball weglegt? Was soll denn das? Was ist denn das mit dem Ball? Ich krieg den Ball nicht mehr aus der Hand. Kann hier nichts benutzen. Oh, es ist Nacht. Na klar, es ist Nacht. Oh, und ich kann mich nicht mal verteidigen. Ich kann nicht mal blocken. Wegen diesem blöden Bug. Oh no. Jetzt renne ich hier durch den Wald blind nach Hause. Super. Ich würde ja gerne das Game neu starten, aber ich muss ja vorher irgendwie speichern. Sonst muss ich ja hier das mit der Höhle alles nochmal machen. No thanks. Okay. Hier bin ich zu Hause. Mach mal das Tor zu. Und dann wird hier erstmal gesaved und geschlafen. Oh, ich muss mir jetzt echt langsam mal ein Haus bauen. Ich brauche einen Ort, wo ich mein ganzes Zeug einlagern kann. Mit der neuen Axt stand dem Hausbau nun nichts mehr im Wege. Ich füllte den Schlitten mit Baumstämmen aus dem angrenzenden Wald, aber da das immer noch sehr aufwendig war, wollte ich versuchen, die Baumstämme mit einer Seilrutsche zu transportieren. Dazu stieg ich auf den Hügel neben meinem Lager und zog eine Seilrutsche nach unten. Ich baute noch ein paar Baumstammlager auf und testete die Seilrutsche erfolgreich, bevor die nächste Nacht einbrach. Oh, da kommt Besuch und ich kann auch nicht schlafen. Aber im Moment gucken sie nur. Ich habe noch keinen einzigen von denen getötet. Nur Mutanten bisher. Noch keine Kannibalen. Aber irgendwann wird's unausweichlich, das ist natürlich klar. Am nächsten Tag schickte ich mir noch weitere Baumstämme ins Lager, machte mir etwas Platz zum Bauen frei und platzierte schließlich ein Fundament für ein kleines Haus. Und hier wurde mir auch zum ersten Mal bewusst, auf was ich mich hier eigentlich eingelassen habe. So, was will er denn jetzt von mir? 43 Baumstämme! Digga, was? Und das ist nur das Fundament? Natürlich reichten die Baumstämme nicht aus, um das Fundament fertig zu bauen, also folgte eine weitere Runde mit der Axt. So, mal schauen, ob ich jetzt genug habe. What the fuck war das denn? Lol. Okay, ich glaube, das mit der Seilrutsche hier funktioniert nicht so, wie ich mir das gedacht habe. Irgendwie landen die da ganz komisch und dann, sobald ich in die Nähe komme, gibt es irgendwie eine Explosion. Ich glaube, ich nehme die Stammlager hier weg, oder? Das wird wahrscheinlich der Grund sein, warum das nicht funktioniert hier. Yes, da war das Fundament mal fertig. Okay. Ist eine schöne Rundfläche für eine kleine Hütte. Echt komisch, ich hätte nicht gedacht, dass das nach der Zeit noch so buggy ist. Erst die Sache mit dem Wassersammler, der sich hier ninja-mäßig fertiggestellt hat. Dann die Sache mit dem Tennisball, der nicht aus der Hand verschwinden wollte. Jetzt die Stämme, die hier durch die Gegend fliegen. Schon strange. Ich platzierte die Wände, ein paar Fenster und eine Tür, bevor ich am nächsten Morgen weiteres Bauholz beschaffte und mich fragte, ob die Seilrutsche ohne die Stammlager nun besser funktionieren würde. Oh, der Moment der Wahrheit. Oh mein Gott. Es bringt einfach nichts. Was für eine dumme Scheiße.
Trotz der Schwierigkeiten mit der Seilrutsche wuchs meine Hütte Stück für Stück, bis ich schließlich das letzte Wandmodul fertigstellen konnte. Anschließend lieferte ich mir einen erbitterten Kampf mit dem Blaupausentool fürs Dach, bis es dann irgendwann am späten Abend endlich so funktionierte, wie ich wollte. Oh, jetzt habe ich es in die richtige Richtung. Okay. Und es braucht auch nur 76. Okay, also noch einen Tag bauen und dann habe ich zumindest schon mal so eine kleine Basic-Hütte, wo ich ein Bett reinstellen kann und ein paar Schränke und ein paar Behälter und sowas. Ah, und dann kann es hier weitergehen. Dann sollte ich vielleicht noch einen Zaun von der anderen Seite machen, um das hier ein bisschen zu schützen. Und dann kann es weitergehen mit größeren Projekten. Tja, dann gibt es halt etwas früher als geplant ein Bett, aber ich glaube, ich habe das Leder hier noch nicht, die ganzen Tierhäute, die man dafür braucht. Ich habe nur eins, eins von vier. Über die nächsten zwei Tage sammelte ich weitere Baumstämme, hauptsächlich mit dem Schlitten, um nicht zu viele Bäume am selben Ort zu fällen. Da es die ganze Zeit über nicht regnen wollte, nutzte ich hier auch zum ersten Mal den Topf, um Wasser abzukochen. Oh. Hey. Au. Bist du alleine? Oh mein Gott. Das war ein Headshot. Au. Bleib von mir weg. Wie viele Pfeile frisst er? Na, wenn ich eins noch weiß, dann dass man die für Knochen verbrennen kann. Aber der hat mir jetzt ordentlich eine mitgegeben. Wow. Aber ich habe ja auch so gut wie keine Rüstung. Da brauche ich mich nicht wundern. Okay, aber wenn jetzt hier schon die Gegner spawnen, dann werde ich mal schauen, dass ich vielleicht an einer anderen Stelle Bäume fälle. Und solange meine Verteidigung nicht aufgebaut ist, muss man das hier nicht provozieren. Dass hier auf einmal eine ganze Armee spawnt und mir das ganze Lager auseinander nimmt. Als das Dach fertig war, plante ich die Inneneinrichtung mit ein paar Lagerregalen sowie eine kleine Terrasse vor dem Eingang, die ich auch gleich aufbaute, genau wie eine kleine Treppe. Anschließend stellte ich innen noch einen Knochen- und Pfeilkorb auf, baute die Regale fertig und sah mir das Lagersystem genauer an. So, wie funktioniert denn das jetzt hier? Ah, okay, ich kann hier wechseln und die Sachen hier ablegen. Okay, gut, genau das wollte ich doch. Aber die anderen Sachen kann ich nicht ablegen, oder was? Nur diese drei, vier Typen hier? Boah, das enttäuscht mich jetzt aber. Was ist das hier? Dynamit, okay. Und die Molotovs. Da hätte ich jetzt mehr erwartet von den Regalen. Dich brauche ich noch. Fürs Bett. Sollte ich vielleicht mal so eine Falle dafür aufstellen? Es gibt doch hier irgendwie Hasenfallen. Da. 31 Stücke. Uff. Ja, komm, stell die hier einfach mal hin. Ich habe keine Ahnung, was die kann. Aber ich brauche erstmal wieder Stöcker. Am Abend stellte ich noch etwas Beleuchtung im Innen- und Außenbereich auf und baute mir am nächsten Morgen mit etwas Reh- und Hasenfell einen Trinkschlauch, mit dem ich nun Wasser transportieren konnte. Nach dem Hausbau brauchte ich unbedingt eine Pause vom Bäumefällen, also machte ich mich erneut auf den Weg, um eine Höhle zu finden. Vorbei an einem einzelnen Mutanten führte mich der Weg bis hin zur Küste. Soll ich mal auf die Yacht gehen? Gab's da irgendwas Besonderes? Ich weiß es gar nicht mehr. Gott, das ist so lange her. Bis auf ein paar Fotos und Hinweise auf Orte, die ich noch nicht kannte, gab es hier nichts Interessantes. Aber ich konnte meine Vorräte an Snacks, Medizin, Getränken und Seilen auffüllen. Ich baute mir mit dem gefundenen Alkohol gleich ein paar Brandpfeile und setzte meine Suche an Land fort, bis ich unweit der Yacht einen Eingang fand. Nach dem Platzieren einer neuen Markierung begab ich mich hinein und traf nur wenige Meter hinter dem Eingang auf die ersten Gegner. Das läuft ja nicht so gut. Vielleicht mache ich es dann lieber so und mit Leuchtfackeln. Ich muss einfach mal alles ausprobieren, was am besten funktioniert. Ich habe doch auch keine Ahnung. Problem ist halt echt, dass man hier richtig scheiße sehen kann. So, jetzt und her. Auch wenn dieser Kampf genauso knapp wurde wie in der vorherigen Höhle, war es doch eine wertvolle Erfahrung, denn ich begriff hier, dass die moderne Axt eine ziemlich gute Nahkampfwaffe ist. Auch wenn sie sehr langsam ist, teilt sie ordentlich Schaden aus und blockt fast alle Angriffe komplett weg. Ist also das genaue Gegenteil von Katana. Und auch wenn die Anfänge hier noch etwas holprig aussehen, wurde ich bis zum Ende der 100 Tage mit jedem Kampf etwas besser mit der Kombination aus Axt und Bogen.
Aus den Überresten der Gegner machte ich mir zwei Knochenrüstungen und stürzte mich direkt in den nächsten Kampf, der hinter der Barrikade wartete. Oh, das ist so gut, wie viel die Axt wegblockt. Auch wenn die Axt viel Schaden wegblockt, macht sie einen doch nicht unverwundbar. Und so nahm ich mir nach dieser knappen Situation lieber den Bogen fürs Aufräumen zur Hand und fand im Raum dahinter eine neue Taschenlampe mit Batterien, einige Snacks und ein Kletterseil in die Tiefe. Hier fand ich neben ein paar Sauerstoffflaschen auch die Atemmaske zum Tauchen. Und die war auch dringend nötig, denn weiter geht es ab hier nur durch einen Höhlenabschnitt, der komplett unter Wasser stand. Am Ende des Tauchgangs kam ich an eine große Tür, die sich mit Hilfe von Steinen öffnen ließ. Und dahinter befand sich ein ganzes Zeltlager, das sich als ziemlich ergiebige Quelle für Loot herausstellte. Ist doch ein super Lootraum hier hinten. Kann man sich ja gar nicht beschweren. Hier ist sogar noch Alkohol, alles was man gern haben will, Benzin, Seile und, oh, rostige Axt. Aber ist die besser als die moderne Axt? Hört sich irgendwie nicht so an. Was ist das denn? Nee, mit denen will ich nichts zu tun haben. Ah, Mist, ich würde gerne die Seile mitnehmen. Das ist ja ein Jammer. Nach einem weiteren Tauchgang verließ ich die Höhle unter Wasser und kam in einem kleinen See unweit meiner Basis heraus. Ich verstaute mein Loot im Lager, sammelte ein paar Stöcke, um meine Vorräte wieder aufzufüllen und konnte dabei auch ein paar Tiere erlegen, mit deren Fell ich sogar mein Bett fertigstellen konnte. Nach diesem kleinen Abenteuer war es nun an der Zeit, die Basis besser zu schützen. Ich zog eine weitere Palisade und begann mit den Baumfellarbeiten. Dabei beobachtete mich eine Gruppe Kannibalen aus der Ferne, traute sich aber nicht näher heran. Es war also wirklich höchste Zeit, den Wall fertigzustellen und mit Fallen zu spicken. Ich begann an einem Fundament zu arbeiten, auf dem ich die Mauer mit Pfeil und Bogen verteidigen kann und platzierte die Blaupause für die ersten beiden Dornenfallen. Den Rest des Tages sammelte ich Holz mit dem Schlitten. Da meine alte Seilrutsche mittlerweile einem umfallenden Baum zum Opfer fiel, platzierte ich eine neue, um den Bauprozess zu beschleunigen. Und so stellte ich die kleine Plattform fertig, schloss noch eine Treppe an und begann den Aufbau der Fallen, für die ich jede Menge Stöcke brauchte. Ja. Wo kommt der denn jetzt her? Okay, strange. Den nehme ich mal mit. Der gibt auch Knochen. Ich will nur mal klarstellen, dass ich den wahrscheinlich nicht getötet habe. Bin mir gar nicht sicher, ob sich die gegenseitig bekriegen, die Kannibalen und die Mutanten. Das könnte natürlich sein. Oder der ist an irgendwas anderem gestorben. Im Moment lebe ich ja ziemlich im Frieden mit den Kannibalen. Und das hat natürlich hauptsächlich Vorteile, insofern, dass sie mich nicht nerven. Aber der große Nachteil ist, ich renne eigentlich immer nackt in die Caves, weil ich ja nie an Knochen komme, um mir Rüstung herzustellen. Jetzt habe ich mal ein paar Knochen und das reicht gerade mal für eine Knochenrüstung. Wow. Okay, eine Falle ist fertig. Für die andere fehlen mir noch zwei Seile. Bin mir nicht sicher, ob ich die bauen kann. Ich habe nicht mehr so viel Stoff. Ah, das reicht. Nee, das reicht höchstens noch für ein Seil. Da muss ich meinen Stoff jetzt nicht für ausgeben. Da warte ich einfach, bis ich neue Seile bekomme. So, was ich ansonsten machen kann, ist das hier noch verstärken. Mit diesen Verteidigungsdornen. 12 Stöcke und 18 Steine. 18 Steine, das ist ziemlich fett. Aber ich habe ja hier ein bisschen gesammelt. Ich brauche unbedingt irgendwie eine Steintasche oder sowas. Ich muss gleich mal, wenn es jetzt in die Nacht geht, muss ich mal gucken, wie man sich sowas baut. Ich habe schon gesehen, dass es da ein Rezept für gibt. Aber ich hatte die fehlenden Tierhäute dafür noch nicht. Vielleicht habe ich sie jetzt mittlerweile. Für den Bau der Tasche brauchte ich leider Schweinehaut, die ich noch nicht hatte. Aber ich fand heraus, dass man den Baumschlitten auch mit Steinen beladen kann, was den aufwendigen Bau der Verstärkungen dann wieder etwas erleichterte. Glaubt, die interessieren sich nicht so sehr für mich. Ich hatte ja bisher auch noch überhaupt keinen Kampf mit denen. Am Anfang haben sie mich mal ein bisschen verfolgt, aber ich hatte mich ja entschieden, erstmal nicht zurückzuschlagen und seitdem ist es beim Waffenstillstand geblieben. Und selbst wenn ich die mal sehe, die ignorieren mich einfach. Stark. Zu dieser Zeit war die Gegend um meine Basis herum tatsächlich sehr ruhig und idyllisch. Noch keine Spur von dem Schlachtfeld, zu dem sich dieser Ort noch entwickeln würde. Und so konnte ich in aller Ruhe meine Materialien sammeln und die Mauern verstärken. Ich glaube, das war die letzte Verstärkung, ja. Die sind jetzt erstmal fertig. So, das war die letzte Blaupause. Ich habe die jetzt endlich mal alle fertiggestellt, damit mir hier nicht immer diese Hammer-Icons im Sichtfeld rumschweben. Das letzte ist nur noch die eine Falle da draußen, da brauche ich nur noch die Seile. Dann bin ich erstmal ganz zufrieden. Das Einzige, was jetzt quasi noch offen ist, ist die Seite. Hier muss ich mir noch überlegen, wie ich das zumache.
Wahrscheinlich auch einfach mit einer Mauer, die da vorne startet und dann einmal hier quer rüber geht bis zu dieser Klippe oder so. Wobei ich eigentlich überlegt habe, ob ich im späteren Spiel einfach hier oben noch eine größere Hütte baue. Dann müsste ich die Mauer hier noch ein bisschen weiter rumziehen. Aber das kann ich später immer noch machen. Erstmal abwarten, ob hier überhaupt was aus dieser Richtung kommt. Ich kann ja auch die Axt mal ein bisschen upgraden. Ich glaube mit Baumharz und dann entweder Zähne oder Federn oder irgendwie so war das, ne? Federn macht es, glaube ich, schneller. Genau. Und das kann man sehr oft machen. 9, 10 Zähne. Ah, hier unten verändert sich's auch. Okay, cool. Ganz oben auf meiner Einkaufsliste war nun Schweinehaut, also brach ich in Richtung der nördlichen Halbinsel auf, vorbei an verlassenen Camps bis an den Rand des Schneegebiets, wo ich das erste Schwein fand. Da hab ich's. Erste Schweinehaut, geil. So, wo hat mich das denn jetzt hier hingeführt? So ein kleines Dorf, aber hier ist niemand. Aber dafür ist hier viel Stoff. Ah, ihr schon wieder. Die Blue Man Group. Das ist ein Schwein. Hab dich. Boah, ihr kommt jetzt nicht her, oder? Bitte, bitte nicht. Das wären mir auch ein bisschen zu viele, um ehrlich zu sein. Die würde ich gar nicht platt kriegen. Aber was sind das da unten für Hütten? Das hier gucke ich mir doch mal auch genauer an. Die Strandhütten waren nicht besonders spannend. Sie enthielten jeweils ein Seil und ich konnte in der Gegend ein paar wenige Reisekoffer finden. Allerdings wurde ich hier von zwei Kannibalen angegriffen, von denen einer das Weite suchte, nachdem ich seinen Freund erledigt hatte. Okay, das war meine erste wirklich feindliche Begegnung mit den Kannibalen. Ich hoffe, das hat jetzt nicht die ultra negativen Konsequenzen für mich zu Hause. Oh, hier ist ein Höhleneingang. Mach mal vielleicht pink für welche, die wir noch erkunden müssen und blau für die, die schon quasi erledigt sind. So, ich bin jetzt auf der anderen Seite des Lochs und die Sonne geht unter. Ich schaue erstmal, dass ich nach Hause komme. Dann gucke ich mal, was ich mit meinen zwei Schweineleder machen kann. Mit neuen Seilen stellte ich die zweite Dornfalle fertig und beendete den Tag mit einem Snack am Lagerfeuer. Ich fand heraus, wie man den Kräuterersatz für Medizin herstellte und fertigte mir aus der Schweinehaut den Steinbeutel, mit dem ich nun 10 statt bisher 5 Steine tragen konnte. Und wo ich schon mal dabei war, baute ich mir auch gleich einen Beutel zum Sammeln von Beeren und eine Zwille für die Jagd. Kann ich damit auf Hasenjagd gehen? Hehe. Das könnte ich tatsächlich machen. Ich wollte eh gleich nochmal los. Aber vorher will ich noch meinen Kochtopf ausgeben. Ich will mir nämlich hier so einen Harzsammler ranbauen. Und der wird den Topf leider verbrauchen. Aber immerhin kann der jetzt hier Baumharz sammeln von alleine. Und ich muss mir nur zum Abkochen wieder einen neuen Topf holen. Ich brach also auf zu dem kleinen Camp, von dem ich auch schon meinen ersten Topf her hatte, und erlegte auf dem Weg das ein oder andere Tier. Am Camp angekommen, nahm ich mir den Topf und sah mich mit einer kleinen Überraschung konfrontiert. Oh, was ist denn hier los? Das Ding ist aufgesprengt. Alte Pistole. Irgendein Teil davon. Nice. Dabei habe ich das gar nicht aufgesprengt. Auch den Rückweg nutzte ich für die Jagd auf Tiere und baute mir zu Hause ein zweites Trockengestell, um das ganze Fleisch von diesem Tag irgendwie unterzubekommen. Mit den Tierhäuten konnte ich mir am nächsten Abend noch den Pfeilköcher und einen kleinen Beutel für mehr Zwillenmunition bauen. Nach dem Frühstück am nächsten Morgen befestigte ich die Taschenlampe an meinem Bogen, denn ich wollte zur nächsten Höhle aufbrechen. Dabei stolperte ich zufällig zum ersten Mal in diesem Spiel auf eine echte Schildkröte. Da hab ich's doch. Einen neuen Schildkrötenpanzer, endlich. Und jetzt wollte ich mal diesen Beutel hier ausprobieren. Geht das nicht? Ah ja, man kann das hier direkt in den Beutel machen. Cool. Mir ist noch nicht klar, was ich dann damit mache. Kann ich die dann selber anpflanzen oder... Boah, das sind so Details, das ist viel zu lang her. Das probiere ich einfach mal aus. Heidelbeeren, ja. Mit Heidelbeeren im Gepäck betrat ich nun die Höhle, in der es erstmal gar nicht so spannend war. Es gab zwar etwas Loot und ein weiteres Stück von Timmys Spielzeug, aber von Gegnern fehlte jede Spur. Und mit dem Weg, der tiefer in die Höhle führte, gab es ein kleines Problem. Ah, tja, hier braucht man halt dieses Kletterteil, diesen Kletterhaken. Aber habe ich ja gar nicht. Ich kann jetzt hier runterspringen, ja. Und dann komme ich aber nicht mehr hoch. Naja, auf geht's. Oh Gott, hoffentlich finde ich hier irgendwie wieder raus. Oh mein Gott. Kettensäge. Oh, na, das ist doch ein super Tool. Das hilft mir doch weiter. Ja, stark. Oh, hier kann ich mich sogar aufwärmen.
Das ist ja freundlich. Vorsichtig begab ich mich weiter durch die Höhle und traf hier auf die erste Gruppe Mutanten, die aber mehr damit beschäftigt waren, wild um mich herumzulaufen, anstatt anzugreifen. Also konnte mein Bogen und meine Axt einem nach dem anderen ohne große Verluste ausschalten. Ich kam an eine Stelle, die so aussah, als ob man sie freisprengen kann. Ich hatte zwar kein Dynamit dabei, konnte mir aber aus Einzelteilen den selbstgebauten Sprengstoff herstellen und tatsächlich ließ sich damit eine Passage in den nächsten Teil der Höhle öffnen, wo ich direkt eine weitere Verwendung für eine Bombe hatte. Ah, okay. Da unten sind ein paar Mutanten und ein paar Babys. Münzen, eine Uhr, was war es noch? Gelbe Band. Haha. Oh mein Gott, das war ja großartig. Oh, da war sie, die Kletteraxt. Geil. Ja, die habe ich schon. Aber ich habe sie umsonst bekommen, nicht für 600 kanadische Dollar. Vorbei an weiteren Mutantenbabys folgte ich dem Weg durch die Höhle und kam an einen vermeintlichen Ausgang, der sich aber nur als Zwischenstation herausstellte. Ich war am Rande des Kraters, circa auf halber Höhe, und konnte mein Zuhause nun von unten begutachten. Auf der anderen Seite dieser Plattform ging es wieder zurück in eine Höhle, vorbei an ein paar Mutantenbabys und auf direktem Wege in Richtung Oberfläche. Und hoch. Und hoch. Und hoch. Und hoch. Ich sehe überhaupt nichts am Ende. Das könnte jetzt theoretisch bis ins Universum gehen. Ich würde das nicht mitbekommen. Oh, das sieht aber aus wie ein Ausgang. Und es sieht aus, als ist es Nacht draußen. Ah, hervorragend. Na, da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Ah, aber hier hatte ich mir eine Markierung gemacht. Okay, dann mache ich die mal weg. Brauche ich jetzt nicht mehr. Da ich dringend neue Pfeile brauchte, aber nie genug Federn hatte, baute ich mir ein Vogelhaus an die Seite meiner Hütte. Ein neues Stein- und Baumstammlager erweiterte meine Lagerkapazität und auch meine Kleintierfalle schien zu funktionieren. So, ich will jetzt hier keine große Baumfellaktion machen, aber ich will das Teil hier mal ausprobieren. Da habe ich ja jetzt Bock drauf. Yes! Wenigstens mal die paar Baumstammlager, die ich habe, auffüllen. Ah, das ist ja großartig. Viel besser geht das. Cool. Geiles Teil. Ich platzierte die erste Sturzfalle am westlichen Tor, sortierte die Mitbringsel aus der Höhle in meine Schränke ein und füllte meine Pfeilköcher wieder auf, bevor ich zur nächsten Wanderung aufbrach. Dieses Mal sollte es in die Kälte des Schneegebiets gehen, wo ich den vorderen Teil des Flugzeugwracks finden wollte. Unterwegs konnte ich sogar noch zwei Schweine erlegen und eine größere Menge an Heilkräutern einsammeln. Ich weiß, das Cockpit, das liegt irgendwo im Schnee rum, relativ weit oben. Ich werde es schon irgendwie finden. Im Schneegebiet gibt es ja gar nicht so viele Sachen. So, wie komme ich jetzt hier oben rauf? Komme ich da hoch? Das sieht ein bisschen so aus. Ah, sehr gut. Ach, da ist es doch, oder? War gar nicht so tief drin im Schneegebiet. Relativ nah am Rand hier. Da hinten ist es ja auch schon wieder zu Ende. Dann schauen wir doch mal rein. Ah, hier ist sie. Die Flare Gun. Leuchtpistole, sehr gut. Was gibt's hier? TV Stars Wife Dies, okay. Ich nutzte den Ausflug noch, um mir ein paar giftige Beeren einzusammeln, um daraus später Giftpfeile zu fertigen. An einem kleinen Kannibalencamp fand ich ein paar Reisekoffer mit etwas Proviant und erlegte das erste Krokodil, bevor mich eine Gruppe Kannibalen in die Flucht schlug. Aber das war in Ordnung, denn es wurde sowieso dunkel und ein weiterer Tag neigte sich dem Ende. So, jetzt kann ich doch die Munition dafür craften, ne? Mit den Flares. So war das doch. Okay, ein paar hebe ich mir noch auf und immer wenn ich dann hier neue finde und wenn ich keine mehr mittragen kann, dann mache ich mir daraus einfach die Munition für die Leuchtpistole. Also, ich muss tatsächlich mal einen Fellhalter hier bauen, weil ich langsam zu viel Rehfell und Hasenfell habe. Ich leerte mein Inventar von Fellen, soweit ich konnte. Auch meinen Schildkrötenpanzer benutzte ich, um mir einen zweiten Wassersammler zu bauen, denn ich wollte gleich zur nächsten Höhle aufbrechen, deren Eingang sehr nah an meiner Basis auf der Karte markiert wurde, als ich daran vorbeilief. Oh, das wird dann wohl diese Wasserfallhöhle sein, die im Notizbuch schon vermerkt ist. Die soll ich ja auch noch erkunden. Mal schauen. Am Ende des Seils stand ein kleines Zeltlager, wo ich dieses Bild von einer Art Wachturm fand. Außerdem verschiedenes Loot wie Leuchtfackeln und Elektronik. Nach einer kurzen Tauchpassage ging es an einem Seil weiter nach unten, was scheinbar vor mir schon andere Leute versucht hatten. Ich ahnte schon Schlimmes und sollte damit auch recht behalten.
Oh, what the fuck? Die greifen mich ja schon an, bevor ich hier unten bin. Oh Gott. Oh, na, wie soll ich denn das jetzt machen? Oh Gott, au. Du musst hier erstmal weg. Danach kann der andere von mir aus... Oh Gott, das wird nix. Ach du Scheiße. Komm her. Okay, der ist tot. Na, komm her. Yes. Und jetzt wirst du angezündet. Oh shit, das war nicht gut. Habe ich ihn? Oh mein Gott, das hat mich ja jetzt alle Rüstung und fast das gesamte Leben gekostet. Uff. Okay, aber ich musste ja auch erstmal rausfinden, wie man den überhaupt bekämpft. Und selbst das hat nicht so richtig zuverlässig geklappt. Oh Mann. Ah, hier ist Dynamit. Ach, vielleicht hätte ich den mit Dynamit wegsprengen können, den dicken Großen. Das hätte auch sein können. Okay, jetzt habe ich zu viel Flares. Dann mache ich mal damit Munition. Ach siehst du, mit der Flaregun hätte ich den auch anzünden können. Boah, das sind alles so Sachen. An die muss ich mich ja jetzt erstmal gewöhnen. Mit den neuen Dingen, die ich jetzt hier so mit mir rumschleppe. Nach dieser unangenehmen Begegnung führte mich der Weg in einen neuen Höhlenabschnitt, in dem ich das gefundene Dynamit gleich einsetzen konnte, um mir den Weg frei zu machen. Und auch hier dauerte es nicht lange, bis ich auf die ersten Gegner stieß. So, sagt, was ihr wollt. Ich will jetzt hier meine Rüstung wieder haben, die ihr mir runtergeschlagen habt. Geht ja gar nicht. Ich baute mir also zwei Rüstungen und fuhr mit der Erkundung fort. Aber was wäre so eine Höhle ohne neue Gegnertypen? Und so begegnete ich im nächsten Abschnitt zum ersten Mal einem Spinnenmutant oder auch Virginia genannt. Aber um Verwechslungen mit der netten jungen Dame aus dem Nachfolgespiel zu vermeiden, verzichte ich hier lieber mal auf diesen Namen. Was bist du? Wer bist du? Warum bist du? Oh Gott. Aber du kommst hier nicht vorbei, oder? Das ist ja mal schade für dich. Willst du vielleicht ein bisschen was von meinem Sprengstoff haben? Ey, nicht wegrennen. Das war vielleicht etwas zu viel des Guten. Ich hätte mir wahrscheinlich eine Rüstung aus der wegsnacken können. Naja, jetzt ist es zu spät. Ob die da hinten auch so einfach wegzubekommen sind? Wenn ich die einfach wegsprenge? Was ist denn da? Oh, das ist ja gut. Mit dem Bogen, Molotovs und der Axt säuberte ich noch den Rest des Raumes von all den Mutanten, denn davon gab es hier nicht wenige. Und als ich fertig war, belohnte ich mich selbst mit vielen Knochenrüstungen aus ihren Überresten. So einen hohen Rüstwert hatte ich bisher im gesamten Spiel nicht erreicht. Unter Wasser ging es nun in den nächsten Bereich der Höhle und hier an der Auftauchstelle bemerkte ich eine ganz lustige Spielmechanik. Denn die Mutanten können mit Wasser so gar nichts anfangen, sind sich aber auch nicht zu schade dafür, hineinzuspringen und zu ertrinken. Und so machte ich mir das zunutze, um die Horde auszudünnen und den Rest zu Fuß zu erledigen, was mir noch mehr Rüstung bescherte. Ja, es ist ja ein Traum, ich bin ja fast voll mit Knochenarmor. Jetzt ist nur die Frage, boah, ich habe wirklich wenig Pfeile nur noch. Ich kann mir auch keine mehr bauen. Vielleicht ist es Zeit, ein bisschen die Flaregun zu benutzen. Mit der Leuchtpistole im Anschlag bahnte ich mir den Weg hin zum letzten Höhlenabschnitt, wo die größte Herausforderung schon auf mich wartete. Nicht weil dieser blaue und damit stärkere Armsi in der Grube mit genügend Pfeilen nicht zu besiegen wäre, sondern weil ich genau diese Pfeile nicht mehr hatte. Aber ich hatte eine Dynamitstange und einen Traum. Oh, der ist nicht tot. Ich begann also damit, den Armsi mit meinen letzten paar Pfeilen zu beschießen und anschließend mit der Leuchtpistole. Ich baute mir sogar noch einen eigenen Sprengsatz, der den Armsi scheinbar nur kitzelte. Nichts, was ich machte, brachte irgendeinen sichtbaren Erfolg, bis mich irgendwann die Geduld verließ. Ich glaube, ich probiere es mal hiermit. Let's go. Ich geh jetzt runter hier. Und dann kriegt er eine mit der Säge. Okay.
Also ich gehe mal von aus, der hatte jetzt nicht mehr viel Leben. Wahrscheinlich hätte ich auch einfach nur ein, zwei Mal mit der Axt zuschlagen müssen. Oder wahrscheinlich hätten auch wieder zwei Leuchtkugeln noch ausgereicht. Uff, was für ein Teil. Ich fand hier eine Zugangskarte der Sahara Corporation sowie einen Camcorder und begab mich zum Ausgang. Denn dies war zum Glück der letzte Raum dieser riesigen Höhle. Der Ausgang befand sich unweit der Frachtcontainer am Strand, die ich mir bei dieser Gelegenheit gleich genauer ansah. Die Container selbst sind nicht weiter spannend, aber ich konnte einen neuen Schildkrötenpanzer erbeuten und die Totems der Kannibalen für Stoff abfarmen, bevor ich mich auf den Heimweg machte. Nachdem ich mich ums leibliche Wohl kümmerte, sah ich mir mit dem Camcorder die beiden Tapes an, die ein Mädchen namens Megan bei der Ankunft an einem Gebäudekomplex in den Bergen und bei irgendeiner Veranstaltung zeigen. Hä? Ach, da ist ein Armsi. Ein blauer sogar. Krass. Okay, also die Einschläge, die kommen näher. Es ist hier nicht mehr ganz so sicher und cozy, wie es vorher war. Uff, uff. Und das sagt mir eigentlich nur eins, dass ich meine Verteidigung ausbauen muss und mich endlich hier um die offene Flanke kümmern muss. Ich machte mir also einen Plan für die südliche Anhöhe, durch die meine Basis noch ungeschützt war. In jedem Fall wollte ich hier noch Platz für ein größeres Haus haben, also räumte ich ein paar Bäume aus dem Weg und umschloss das neue Baugebiet mit einem Steinwall. Zuerst konnte ich die Steine nutzen, die ich bereits eingelagert hatte, aber die reichten natürlich bei weitem nicht aus. Glücklicherweise respawnen die Steine in diesem Spiel extrem schnell, sodass ich eigentlich immer nur an der Mauer entlanglaufen musste, um die herumliegenden Steine in die Baustelle zu stecken. Und genau das machte ich dann auch über mehrere Tage, bis ich nicht nur die erste Schicht, sondern auch die zweite Etage der Mauer fertig gebaut hatte, denn diese machte das Ganze erst zu einer richtigen Mauer, über die man auch nicht mehr einfach drüber springen konnte. Okay, jetzt ist zumindest schon mal dieser Teil der Mauer fertig. Jetzt muss ich mir nur noch Gedanken machen, wie ich hier ein Tor einbauen kann. Aber was wäre wohl noch besser als ein Tor? Genau, zwei Tore, die als eine Art Schleuse funktionieren. Also setzte ich genau diesen Plan in die Tat um und hatte nun ein doppelt abgesichertes Tor und damit einen großen neuen Bauplatz erschlossen. Mit etwas Beleuchtung für die Nacht und ein paar Verstärkungen für die wenigen Palisaden schloss ich das Projekt Mauerbau ab. Zumindest was die Mauer selbst anging, denn ich war hier noch lange nicht fertig. So, jetzt brauche ich Verteidigungsanlagen. Und ich glaube, ich mache mir hier die Bäume zunutze. Da hinten steht auch einer hinter der Mauer, das ist ganz gut, da kann ich Plattformen draufbauen, wo ich dann draufstehe und runterschießen kann, wenn ich das muss. Also, let's go. Zum Glück hatte ich ja einen riesigen Wald direkt vor der Haustür und dieser versorgte mich mit genügend Bauholz, um an die beiden Bäume zwei Plattformen zu bauen, die mir fortan als Wachtürme dienen. Während einer kleinen Verschnaufspause stellte ich einen Hasenkäfig auf, um mit der Zucht zu beginnen. Denn ab zwei Hasen im Käfig vermehren sich diese regelmäßig und sorgen so für automatischen Nachschub an Essen und Fell. Um meine weit auseinanderliegenden Wachtürme nun miteinander zu verbinden, platzierte ich zwischen ihnen eine Plattform und hoffte, dass ich die Hängebrücken auch dort befestigen kann. So, und dann müsste ich noch eine hier in die Ecke, um den Rest abzudecken. Boah, kann ich die hier richtig... Oh! Ach, das wird zu einer Seitenplattform, wenn man die an den Felsen hängt? Das ist ja cool. Das kostet sogar nur 6 Baumstämme. Und dann verbinde ich das hiermit, dann geht darüber eine zu der Plattform und dann weiter zu dem anderen Baumhaus. Boah, das wird stark. Dann spare ich mir nämlich diesen gesamten Mauergang hier, weil das würde unendlich viel Holz kosten. Und so habe ich da ein paar Baumbrücken. Das reicht vollkommen aus, hat denselben Zweck. So langsam nahm die Verteidigung schon Form an und als ich gerade ein paar weitere Bäume fällte, passierte es dann. Meine Gegend war die längste Zeit friedlich geblieben und ich wurde zum ersten Mal an meinem Camp gezielt angegriffen. Nach dem Verlust all meiner Rüstungen wollte ich zumindest die Überreste nutzen, um mir neue zu bauen. Und wer jetzt denkt, das Spiel hätte mir bisher schon all seine Bugs präsentiert? Leider nein, leider gar nicht. Oh, ich bin ja dumm. What the fuck? Und wo ist das Kart? Ich weiß nicht so genau, ob er ins Universum oder unter die Map geschleudert wurde, aber den Schlitten habe ich mitsamt Inhalt nie wiedergefunden. Also musste ein neuer her und die Baumfellarbeiten gingen weiter. So, jetzt probiere ich das mal mit der Baumbrücke. Ah, hier sind sogar diese Ankerstellen angezeigt. Das ist ja komfortabel. Und da auch. Ah, das ist ja mega cool. Okay. Und jetzt irgendwie darüber. Ich hoffe, das geht auch. Baumbrücke, Ankerstelle hier und
Bitte einmal hier rüber. Oh mein Gott, das geht. Geil. Ich verband also alle vier Plattformen mit den Baumbrücken und verbrachte die nächsten 2 Tage damit, sie aufzubauen. Die Brücken spannten sich nun komplett einmal an der Mauer entlang und boten eine optimale Sicht auf das Geschehen dahinter. Wie nützlich das noch sein wird, ahnte ich zu dieser Zeit noch nicht, aber das sollte sich bald ändern. Jetzt noch ein paar Fallen draußen und dann ist das auch alles gut. Und dann kann ich den Platz hier nutzen, um noch Gebäude zu bauen. Gerade als ich die ersten Fallen aufbauen wollte, starteten auch auf dieser Seite der Basis die Angriffe. Und da die Fallen noch nicht in Betrieb waren, nutzte ich gleich mein Konstrukt, um den Angriff abzuwehren. Mir war schon klar, dass das nicht der letzte war und daher durfte ein Lagerfeuer zur Verwertung der Überreste an dieser Stelle nicht fehlen. Ich baute noch ein paar Sturzfallen auf, musste den Weiterbau dann aber erstmal unterbrechen, da mir die Seile fehlten. Geistige Gesundheit 100%, Stärke 25, Athletik immerhin schon 34. Okay, ich brauche eigentlich nichts außer Essen und Trinken. Na dann, lustigerweise haben sich die Hasen hier vervielfacht. Dann stelle ich doch noch einen zweiten hier hin. Nicht, dass mich hier noch einer anzeigt wegen Massentierhaltung. Das wollen wir natürlich nicht. So, seid schön brav, keine Schweinereien machen hier. Sorry Tweety, ich habe Hunger. So, ich habe heute eine ganz besondere Reise vor. Ich brauche Seile, Stoff und was auch immer ich da noch so finden kann. Ein paar Tiere wären auch gut für neues Fleisch, denn ich habe alles aus dem Trockengestell verbraucht. Deswegen schaue ich jetzt mal, ob ich das Hauptlager der Kannibalen finde. Denn wenn ich eins dort finden werde, neben Gegnern, dann dürfte es doch jede Menge Loot sein. Also wenn ich mich noch richtig erinnere, dann war das irgendwo im Südosten. Ich schlug mich also zur südöstlichen Ecke der Halbinsel durch, wo das große Hauptlager der Kannibalen steht. Zum Glück war gerade niemand zu Hause, also packte ich mir so viel Loot ein, wie ich tragen konnte. Vor allem Stoff, Seile und Getränke gab es hier in großen Mengen zu finden und mit perfektem Timing kam die Patrouille der Kannibalen erst dann vorbei, als ich gerade dabei war, aufzubrechen. Zurück in der Basis stellte ich die letzte Falle fertig und platzierte im Schutze der Dunkelheit weitere Lichtquellen entlang der Mauer, bevor ich auch diesen Tag beendete. Ich werde mir noch ein bisschen was von dem neuen gelooteten Alkohol an die Axt machen. Also das ist im Prinzip das Glas, was darauf kommt, um den Waffenschaden noch ein bisschen zu erhöhen. Weil mit der Axt kämpfe ich im Moment einfach am liebsten. In Anbetracht der immer wieder schlechten Pfeilsituation baute ich 2 weitere Vogelhäuser und fühlte mich nun bereit, den großen Bauplatz zu nutzen. Mit einem riesigen Fundament setzte ich den Grundstein für mein neues Zuhause. 50 Baumstämme nur für das Fundament war schon eine echte Ansage, weshalb ich eine neue Seilrutsche bis direkt vor die neue Baustelle zog. Ich gab mir die größte Mühe, nicht ausschließlich mit der Motorsäge zu arbeiten und nicht immer nur in einem Waldabschnitt Bäume zu fällen, doch es half alles nichts. Die Angriffe kamen nun von allen Seiten und wurden täglich mehr. Aha, erwischt. Na kommt her, ich spann das wieder auf für euch. Ja, Moment noch. Jetzt könnt ihr. Na, willst du nicht mehr oder was? Du bist tot. Und ich glaube, die Gute da macht sich vom Acker ganz alleine. Mann, immerhin kriege ich mal Knochen. Das ist neu. Also wir können mal festhalten, so mehr ich hier baue, desto mehr ist hier auch los. Wart's ab, bis das Haus da oben fertig ist, ey. Dann habe ich hier gar keine Ruhe mehr. Ich stellte also das Fundament fertig und plante am nächsten Morgen die Wände der ersten Etage. Aber da ich dieses Mal kein Standardhaus aus dem Katalog haben wollte, baute ich zur Abwechslung einen nach innen versetzten Eingang. Platzierte die Fenster und Türen so, dass ich später noch einen Hintereingang mit Treppen anschließen konnte. Ja, ich muss den Baum hier fällen. Ich hätte ihn eigentlich gerne stehen gelassen, aber das Astwerk, das ganze Grünzeug ragt hier dann leider ins Haus rein und das kann ich nicht gebrauchen. Also weg damit. Mir stand nun eine lange Bauphase bevor, denn nicht nur musste ich die Wände fertigstellen, es folgten noch Treppen und natürlich die Decke, die gleichzeitig der Boden für die 2. Etage war. Und für all das brauchte es massenhaft Baumstämme.
Nach mehreren Tagen Farmen und Bauen stellte ich die Decke fertig und hatte mittlerweile auch eine Feuerstelle platziert. Und kaum war diese fertiggestellt, folgte auch schon der nächste Angriff. Aber dieses Mal war etwas anders. Wow, da springt er einfach rüber. Wie sich herausstellte, gab es eine Möglichkeit für die Kannibalen, über die Mauer zu springen. Das machten sie allerdings nur, wenn ich oben auf der Plattform stand, wie ich später noch herausfand. Für den Moment musste ich also nochmal zur Axt greifen, um den Eindringling zu vertreiben. Ich reparierte die Schäden, verbrannte die Leichen, stellte die Fallen wieder auf und hätte sehr gerne weitergebaut, aber die Kannibalen hatten da andere Pläne. Oh, da sind schon wieder welche. Das gibt's doch nicht. Ihr nervt. Okay, die Fallen funktionieren also. Jetzt darf ich die hier wieder aufstellen. Jungs, ich muss mein Haus weiterbauen. Hört mal auf jetzt hier mit eurem Quatsch. In dieser Phase kam ich extrem langsam voran, denn die Kannibalen ließen mir einfach keine Ruhe. Kaum waren die Schäden und Überreste eines Angriffs beseitigt, stand die nächste Gruppe vor dem Tor. Aber immerhin konnte ich mir erstmalig einen ordentlichen Vorrat an Knochen und Rüstungen aus ihren Überresten anlegen. Als ich gerade dabei war, den Deckendurchbruch für eine Treppe zu machen, bemerkte ich zu allem Überfluss ein Problem mit meiner Westmauer. Hä, wie kommen die denn jetzt dahin? What the fuck? Wie kommt ihr denn hier rein? Und so lieferte ich mir bis in die Abendstunden ein hitziges Gefecht mit dieser Gruppe, die sich in mein Camp eingeschlichen hat. Hey, auf damit! Blöder Penner. Gibt's ja wohl nicht. Ich verarbeitete die Besucher also zu neuen Knochenrüstungen und beendete den Tag, um am nächsten Morgen das Problem mit der Mauer zu beheben. Ich glaube, das liegt an dieser Mauer, dass sie hier einfach vorbeigelaufen sind. Ich glaube, ich muss die mal verlängern. Aber nicht nur den Wall habe ich verlängert, sondern auch gleich noch eine zusätzliche Schlingenfalle vor das Tor gestellt. Danach machte ich an meinem neuen Haus weiter und arbeitete erst an einer Treppe in die zweite Etage und anschließend an den Wänden für diese. Ich ließ Platz für einen Balkon mit Aussicht in Richtung Mauer und umrandete diesen mit einem Zaun. Am Schluss fehlte mir nur noch das Dach. Was sollte schon schiefgehen? 82 Baumstämme für das Dach. Oh mein Gott. Mann, ich wollte doch nur ein bisschen Stöcker sammeln. Und jetzt stehen die hier vorm Zaun und schreien rum und rütteln am Tor. Runter von meinem Grundstück! Ich habe in diesem Video natürlich nicht den Platz, jeder Auseinandersetzung zu zeigen, denn es wurde ab hier einfach zu viel. Aber ihr könnt mir glauben, wenn ich sage, dass ich bestimmt genauso viel Zeit mit dem Bekämpfen von Angreifern, dem Verwerten ihrer Überreste, dem Wiederaufstellen von Fallen und dem Reparieren von Schäden verbracht habe, wie mit dem Fällen von Bäumen für mein Haus. Oh mein Gott. Wie er angewetzt kommt und einfach direkt in die Falle läuft. Zielstrebigkeit, das ist es. Einfach krass. Meine Knochenvorräte wurden täglich mehr und ich baute mir zwei Baumstammlager an den Eingang meines Hauses. Die sind nicht nur praktisch, sondern werten das Haus auch optisch auf, wenn sie gefüllt sind. Okay, die letzten beiden Baumstämme. Und damit ist das etwas komisch aussehende Dach auch fertig. Jetzt fehlt eigentlich nur noch der Rest hier von dem Zaun. Ja, und dann sieht das doch hier schon ganz nett aus. Dann kann jetzt die Inneneinrichtung beginnen. Und ich wollte mir noch einen kleinen Garten anlegen, damit ich mir auch meine eigenen Pflanzen anbauen kann. Ohne genau zu wissen, wie sie eigentlich funktionieren und wie viele ich brauchte, platzierte ich ein paar Blumenkästen an der Außenwand und baute sie auf. Nur um dann festzustellen, dass ich gar nicht die passenden Samen hatte, um sie überhaupt zu benutzen. Daher probierte ich es gleich am nächsten Morgen nochmal mit einem großen Beet. So, das ist jetzt erstmal ein Testgarten. Was habe ich denn hier? Ich habe 19 von diesen Samen. Heidelbeerstrauchsamen, das sind die einzigen Samen, die ich habe. Okay. Jetzt, what the fuck? Was war das denn? Das habe ich ja noch nie gesehen. Jedenfalls habe ich jetzt einen kleinen Testgarten. Okay, weiß ich immerhin, wie das funktioniert. Das muss natürlich später noch größer, aber erstmal brauche ich Samen, sonst hat das alles überhaupt keinen Sinn.
Ich nutzte meine neue Feuerstelle, um den Trinkschlauch aufzufüllen und begab mich nochmal auf eine kleine Loot-Tour. Denn für einige Elemente der Inneneinrichtung fehlten mir mal wieder Seile. Der Weg durch ein paar Camps, die ich schon kannte, führte mich zurück in die Höhle, wo ich meine moderne Axt her hatte. Tatsächlich gab es hier viele respawnende Stoffkisten und sogar noch ein paar Mutanten, die ich beim ersten Durchgang nicht erwischt hatte. Diese Höhle führte mich bis zum Hauptlager der Kannibalen, wo ich sie schließlich verließ. Ich nahm alles mit, was ich in die Hände bekommen konnte und lief noch in derselben Nacht zurück in meine Basis. So, ich hab's unterwegs überhaupt nicht mitbekommen, aber ich habe tatsächlich einen einzigen Aloe Vera Samen auf meiner Tour irgendwie eingesammelt und den pflanze ich jetzt ein. Habe ich gemacht. Ich begann also mit der Inneneinrichtung und verzierte die Wand der Feuerstelle mit einer Art Steinvertäfelung. Mehrere Stocklager fanden hier Platz, genau wie ein Trockengestell und mehrere Lagerschränke. Sogar der Vogel kam nochmal zu Besuch. Da ist schon wieder so ein blöder Vogel. Hau ab. Ist hier im Haus nichts zu suchen. Bist du ein Wellensittich oder was? Weitere praktische Lager fanden im Raum Platz, genau wie eher dekorative Elemente wie Fackeln, Waffenhalter, Tische und Bänke. Ich bereitete sogar ein paar Trophäenhalter vor und hing schließlich einen Kronleuchter auf. In der oberen Etage fanden Bett und Sofa Platz und mit dutzenden neuen Baustellen im Haus musste nun jemand die ganzen Stöcke besorgen, um die Dinger aufzubauen. Und mit jemand bin meistens ich gemeint. Oh, du kannst hier keine Körbe raufstellen auf die Tische. Ach lol, auf den geht's? Auf den hier nicht? Oh, jetzt bin ich traurig. Mäh. Ich hatte noch eine Ecke in der unteren Etage frei, wo ich einen Rüstungshalter und einen großen Tisch für die Pfeil- und Knochenkörbe platzierte. Ein paar letzte Baustellen stellte ich noch fertig, aber dann wollte ich nach dieser elendig langen Bau- und Farmphase mal wieder etwas anderes machen. Ich baute mir testweise ein paar Giftpfeile, stattete mich mit Sprengstoff, neuen Knochenrüstungen und Proviant für unterwegs aus und brach zu einem neuen Abenteuer auf, denn ich wollte die sogenannte Kraterhöhle finden und erkunden. Das ist ja schon auf der Karte eingezeichnet, der Eingang. Das ist ja komfortabel. Die muss ich ja gar nicht suchen. Hier irgendwo, angeblich. Ah, tatsächlich. Hinter dem Eingang bot sich mir ein vertrautes Bild. Ein Armsi in einer Grube. Aber diesmal hatte ich ja ausreichend Pfeile dabei. Ich probierte es sogar kurz im Nahkampf, aber das lief nicht so gut und daher erledigte ich den Rest lieber aus sicherer Entfernung. Nach dem Beseitigen der restlichen Mutanten am Boden schlug ich mir den Weg durch die Holzbarrieren in den nächsten Bereich der Höhle. Oh wow, das ist aber groß hier, uff, hier geht's aber tief runter, holy shit. Hier fand ich ein weiteres Teil von Timmys Spielzeug und einen Raum, der nicht nur voller Mutantenbabys war, sondern auch voller Loot. So, erste Gelegenheit die Kletterachse auszuprobieren, okay, na gut, das ist ja einfach, das kriege ich hin. Das ist ja noch so ein Armsi auf dem Bild. Boah, die sind aber so schwer zu killen. Aber ich habe ja jetzt Dynamit. Das heißt, der nächste wird es mir wohl nicht so schwer machen wie der gerade eben. Oh, was ist das hier für eine Sektion? Schrittzähler? Okay. Noch so ein blöder Tennisball weg. Dieser Raum wurde von einer Spinnenmutantin patrouilliert, die ich gleich mit einer Stange Dynamit begrüßte und sie danach mit Pfeilen erledigte. Neben weiterem Loot fand ich hier auch einen Tennisschläger, den man als Nahkampfwaffe verwenden kann, so viele Mutanten, die die Spezialfähigkeit hatten, sogar unter Wasser brennen zu können. Ich folgte dem Pfad der Höhle zu einem Durchgang in einen separaten Bereich. Nach einer Tauchpassage musste ich mich erstmal am Lagerfeuer aufwärmen und verlor auf einmal Lebenspunkte. Laut Notizbuch war ich zum ersten Mal infiziert, hatte aber zum Glück eine Aloe Vera Pflanze dabei, sodass ich mich sofort heilen konnte. Und so konnte das Gemetzel durch die Höhlengänge weitergehen, vorbei an Mutanten und dann an noch mehr Mutanten, bis ich schließlich an eine Tauchpassage kam, hinter der ich etwas sehr, sehr Interessantes fand. Okay, bin ich denn hier gelandet? Auch wenn ihr irgendwas komische Geräusche macht, glaube ich, ist hier alles sicher. Boah, hier liegt Alkohol rum. Lass mich das mal gleich in Mollys umwandeln. Munition ist hier. Neue Medizin. Oh. Ach, hier ist der Bogen. Sehr gut.
Ja, das ist doch genau, was ich wollte. Ah, gleich die richtig guten Pfeile. Es kann ja gar nicht besser laufen jetzt. Ah, der ist auch viel besser als dieser selbstgebastelte Bogen hier. Der moderne Bogen war nicht nur ein optisches Upgrade. Mir war es hier noch gar nicht bewusst, aber der ausgeteilte Schaden von diesem Bogen ist enorm. Vor allem, wenn man ihn mit den guten Pfeilen aus den Lootkoffern kombiniert. Ich musste noch ein paar weitere Gegner beseitigen, bis ich mir schließlich in einem ruhigen Moment eine neue Nahrungsquelle erschloss. Ja, hier sind einfach Fischer. Das ist ja crazy. Ich habe noch nie gefischt in dem Spiel hier. Aber das ist gut, weil ich im Moment so ein bisschen Hunger habe. Da kann ich mir gleich die Fische machen. Das ist ja angenehm. Hehe. Es folgte nun ein langer Höhlenabschnitt, in dem es außer massenweise Mutanten nicht viel Interessantes zu sehen gab. Die Größe der Höhle und die hohe Dichte an Gegnern ließ schon vermuten, dass diese Höhle wohl in Richtung Endgame führt. Oh fuck. Nein. Eck. Oh Gott, das war knapp. Uff. Erstmal Medizin nehmen. Boah, ich habe null Rüstung mehr. Das liegt nur daran, dass ich keinen Stoff habe. Das nächste Mal, wenn ich so ein großes Käfer kunde, muss ich mir einen Jahresvorrat an Stoff mitnehmen. Eine ganze Rüstung, die ich ständig nachbauen muss. Oh Mann. Oh, das hier kann man wegsprengen, okay. Und dahinter ist wahrscheinlich ein Armsi, ey. Gar keinen Bock drauf. Ja, das höre ich doch schon. Digga, wie soll ich den denn ohne Rüstung bekämpfen, wenn der einfach dahinter steht? Hinter den Felsen bewachte nicht einer, sondern gleich zwei Armsis ein Tor, was aus der Höhle hinausführte. Zu meinem Glück konnten sie den freigesprengten Durchgang nicht durchqueren und so konnte ich sie ziemlich leicht aus der Ferne töten. Ich öffnete das Tor und wurde gleich von einer Wandergruppe Mutanten begrüßt, die einfach aus dem Tor herausspazierten. Hier dämmerte mir auch zum ersten Mal das Potenzial des neuen Bogens. Oh, das lief ja großartig. So gut hätte ich mir das jetzt gar nicht vorgestellt. Oh, ich werde besser mit dem Zielen. Na, wäre ja auch schlimm, wenn nicht. Eine Felsbrücke, auf der ich ein weiteres Teil von Timmys Spielzeug fand, führte mich zu einem Tor in die Freiheit. Oder sowas ähnliches. Das ist das... Ach, ich bin mitten im Krater. Da oben wohne ich, hallo. Ich glaube, das wird gleich hell. Ich warte mal lieber noch einen Augenblick, damit ich das hier bei Tageslicht erkunden kann, weil in den Höhlen geht das noch ganz gut mit dem Feuerzeug, aber hier draußen, da macht das so gut wie kein Licht, das ist nicht so geil. Die zwei Mutanten, die den abgestürzten Helikopter bewachten, hatten keine Lust zu kämpfen und wollten lieber schlafen. Wahrscheinlich war es noch viel zu früh am Morgen und so überließen sie mir kampflos die Machete, die es hier zu finden gab. Ich müsste jetzt hier quasi unten reintauchen, um in das letzte Cave zu kommen. Aber das hebe ich mir natürlich auf fürs große Finale. Die Machete habe ich, das heißt, für den Moment war es das von hier eigentlich. Ich ging also nochmal rückwärts durch die komplette Höhle, was schon einige Zeit dauerte und hatte irgendwie so gar keine Lust, den ganzen Weg am Ende der 100 Tage nochmal zu beschreiten. Aber es kam alles ganz anders und so verließ ich die Höhle an diesem Tag zum letzten Mal. Den Rest des Tages nutzte ich hauptsächlich zum Jagen und Sammeln, da meine Vorräte zu Hause sehr weit verbraucht waren. Gerade wollte ich noch dieses Camp looten, als ich von etwas gestört wurde. What the fuck? Da hinten sind Armsis. Oh mein Gott. Ich muss hier weg. Oh mein Gott. Und so ein dicker Walzenmutant. Was geht denn hier ab? Alter, wenn die neben meiner Basis spawnen, dann ist die Basis ja sowas von platt. Damit genau das nicht passiert, platzierte ich noch am selben Abend eine angsteinflößende Trophäe in meinem Haus, um die Mutanten abzuschrecken. Wow, was für eine Trophäe. Supergeil. Nach einiger Lagerhaltung brach ich direkt schon wieder auf zur nächsten Mission. Doch dieses Mal ging es nicht in eine Höhle, sondern zu einem Baum. Ah, Ziel ist schon mal in Sicht. So, wo muss ich denn jetzt sprengen? Hier, wa? Ah ja. Es gibt in diesem Spiel eine alte Schusswaffe, die man allerdings aus 8 vergrabenen Einzelteilen zusammensetzen muss. Da ich früher schon ein Teil in einem Kannibalencamp gefunden hatte, war dies nun das zweite von 8 Teilen. Und nachdem ich unterwegs noch in eine bereits gesäuberte Höhle reinschaute, um mir den Stoff und das Loot nahe des Eingangs mitzunehmen, fand ich am Abend noch das dritte Teil der Pistole an einem See nahe meiner Basis. So, ich habe jetzt 3 Teile der Pistole. Fehlen noch 5.
Ha. Huh. Mit den mitgebrachten Seilen und Stöcken stellte ich noch ein paar Baustellen fertig und brach erneut auf. Dieses Mal in die nordwestliche Ecke der Karte, zurück zu den Strandhütten, wo ein weiteres Waffenteil zu finden war. So, und hier hinten am Ende dieser Häuser, irgendwo hier oben auf dem Felsvorsprung, sollte das nächste Waffenteil versteckt sein. Und schwer zu finden war auch dieses Versteck nicht, nur leider fühlten sich die Waldbewohner vom Lärm belästigt und kamen vorbei, um sich zu beschweren. Boah, ich liebe diesen neuen Bogen. Wenn man den Kopf trifft, und das ist mit dem Bogen hier ein bisschen einfacher als mit dem selbstgebauten, sofort tot. Absolute Ehre. Sehr cool. Bin das erste Mal, glaube ich, fast voll mit Rüstung. Viel mehr geht nicht. So, auf zum letzten Waffenteil in dieser Region. Und das ist irgendwo an dem riesigen See oben. Also holte ich mir in der Abenddämmerung noch das Waffenteil aus dem Schneegebiet und kehrte zurück nach Hause. Nach dem Schlafen besuchte ich nochmal das Hauptlager der Kannibalen, denn hier ganz in der Nähe war das letzte Waffenteil versteckt, das man am Festland finden konnte. Wow, oh mein Gott. Okay, das war Teil Nummer 7. Und jetzt schaue ich nochmal rein in das Hauptcamp. Warum musste er denn jetzt so einen Lärm machen? Ich bin's doch nur. Ah, neues Dynamit. Ist schon fast erstaunlich, wie wenig weit das eigentlich ist. Vom Flugzeug bis in meine Base. Oh, habe ich jetzt jemand angelockt? Scheinbar. Das ist natürlich nicht Sinn der Sache. Ey, hör mal auf hier. Hör jetzt auf. Das letzte von 8 Waffenteilen befand sich auf einer Insel am westlichen Rand der Karte, wo es außerdem noch andere interessante Orte gab. Aber ich wollte nicht einfach plump dorthin schwimmen, sondern mit Stil reisen. Also führte kein Weg an einem eigenen Hausboot vorbei. Ich zog eine Seilrutsche quer über den großen Krater in Richtung der Meeresbucht, die meiner Basis am nächsten war. Die Nachbarn hatten zwar ein paar Bedenken, aber mein neuer Bogen konnte sie beruhigen. So, ich brauche 8 Seile. Ich glaube, ich kann aber nicht mehr als 4 tragen. Das heißt, ich muss 2-mal mich vollladen jetzt mit Seilen, um dann hierher zu kommen und die Seilbahn fertig zu bauen. Und dann kann ich weitermachen mit dem, was ich eigentlich vorhab. Ich besuchte also nochmal die Orte, an denen ich früher schon Stoff und Seile fand. Vor allem die Strandhütten und verschiedene Kannibalencamps haben eigentlich immer etwas im Angebot. Hatte ich in diesem Video eigentlich schon erwähnt, dass dieses Spiel viele lustige Bugs hat? What the fuck? Was war das denn? Du bist schuld, Digga. Oh mein Gott. Okay, dann. Let's go. Wenn ich hier runterfalle, dann ist alles vorbei. Yay. Nur ein paar Schritte hinter der Seilrutsche lag die Bucht, in der ich mein Boot bauen wollte. Ich platzierte die Blaupause und begann mit den Bauarbeiten. Na, mal sehen, wie weit ich hier komme. Ohne, dass mir die ersten Kollegen hier auf den Keks gehen. Das dauert bestimmt nicht lange. Oh Gott. Ah, los, kommt her. Ich habe mittlerweile so ein bisschen verstanden, wie das hier funktioniert mit dem Kampf. Au. Oh. Aber ihr scheinbar auch. Oh Gott. Oh Gott. Au. Fuck. Sind die aggressiv. Auch wenn die Angriffe am Strand nervig waren und das Bauvorhaben verlangsamten, schaffte ich es doch innerhalb der nächsten Tage, das Boot fertigzustellen und begann damit, aufs Meer zu rudern. Okay, cool. Es fährt schneller, als ich gedacht hätte. Nur ist es nicht besonders wendig. Also das Drehen, das ist einfach kein Vergnügen. Aber ich komme damit dahin, wo ich will. Darum geht's ja. Alles gut. Mein erstes Ziel war eine kleine Höhle, die nur unter Wasser zu erreichen war. Hier sollte es noch zusätzliche Baupläne geben, also tauchte ich hinein und sah mich um. Was ist das? Ah, ein Bauplan für irgendwas. Irgendein Turm oder was? Was ist das denn, ey? Ah, Ruhe, das ist ja unerträglich. Oh. Armbrustbolzen. Oh, okay. Und hier? 2 von 4. Das ist... Oh, ist das dieser Gleiter?
Ja, ich habe das noch nie gesehen hier. Das ist wahrscheinlich irgendwelcher Content, der dann erst später hinzugefügt wurde. Das war nach meiner Forest-Zeit von damals. Aber cool. Zurück auf dem Boot war es so nass und kalt, dass ich schon Lebenspunkte verlor. Also wärmte ich mich zuerst am Feuer auf und ruderte weiter zu der Insel, wo ich das letzte Pistolenteil finden würde. Das war's. Jetzt habe ich alles. Jetzt müsste ich direkt hier vor Ort das Ganze zusammenbauen können. Oh yes. Absolut gut. Hehe. Mein Bootsausflug war aber noch nicht zu Ende. Ich paddelte noch weiter nach Süden zu einem alten Schiffswrack, wo es eine weitere Mini-Höhle gab, in die ich hineintauchte. Hier fand ich die Armbrust und die Baupläne für Kreuze, Särge und eine Kapelle. So, das war noch eine lustige kleine Spritztour mit dem Hausboot. Denke, das hat sich gelohnt. Aber jetzt geht's erstmal wieder zurück an Land. Und ich schau mal zu Hause, was ich mit den neuen Bauplänen anfangen kann. Ich fuhr das Boot also wieder zurück in meine Bucht und stellte es dort ab. Halb verhungert und verdurstet kehrte ich zurück in meine Basis, wo ich schon erwartet wurde. Aber wie wär's, wenn ihr mich jetzt einfach mal vorbeilasst? Oh Gott. Oh Gott, shit, au. Und tschüss. Nein, 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 ihr bleibt draußen. So, hier haben sich jetzt neue Seiten aufgetan. Einmal ein Kreuz, ein Sarg, eine Kirche, den Gleiter. Oh, wie gut. Warum zum Teufel brauche ich denn Köpfe und Arme für den Gleiter? Aber das kriege ich hin. Die werden mir ja hier immer kostenlos angeliefert. Turm. Digga, 317 Baumstämme. 317. Ich wiederhole das nochmal, ne? 317 Baumstämme. What the fuck? Wir fangen mal ganz gediegen mit dem Hängegleiter an. So, ich muss Ressourcen holen. Vor allem Hasenfälle. Aber ich glaube, ich habe genug. Oh ja, oh ja. Ob das genug waren? Das hier sind ja Wildschweinfälle. Ach, guck mal. Hier ist noch eins. Na, wo kommt das denn her? Ich brauchte für den Gleiter noch verschiedene andere Materialien und musste wegen der Arme und Köpfe sowieso auf Kannibalen warten. Also kümmerte ich mich erstmal um die offenen Baustellen in meinem Haus und ging den wirklich wichtigen Fragen in diesem Spiel nach. Das ist die große Frage. Kann man mit der Machete einen Baum fällen? Man kann, wenn man 4 Jahre Zeit hat. Ich sammelte weiter Ressourcen und stellte den Großteil der Inneneinrichtung fertig. Die Lager konnte ich gleich sinnvoll benutzen und in den Waffenhalter legte ich die Dinger ab, die ich sowieso nie benutzte. Auch mit dem Gleiter kam ich dank der regelmäßigen Kannibalenbesuche gut voran. Okay, jetzt fehlen nur noch die 6 Seile. Na gut, die kriege ich auch noch irgendwie zusammen. Auf die Seile musste der Gleiter noch etwas warten, denn zuerst war es Zeit für neue Baustellen, denn die Basis sollte ja irgendwann auch mal fertig werden. Ich platzierte eine Plattform an den Hintereingang des Hauses und anschließend eine Treppe, um diese zu erreichen. Außerdem plante ich eine Brücke vor dem Osttor, um es zu erreichen, ohne nass zu werden. Das alles sollte natürlich wieder massenhaft Baumstämme kosten, aber zum Glück hatte ich ja ein Werkzeug, mit dem ich deutlich schneller Bäume fällen konnte als mit der Machete. Willkommen, liebe Zuschauer, zu einer weiteren Ausgabe von Wald und Wiesen Teleshopping. Ich bin Norbert und neben mir steht meine fabelhafte Kollegin Lisa. Danke, Norbert. Heute haben wir etwas ganz Besonderes für Sie. Die Supersäge 3000. Norbert, das ist wirklich eine Kraftmaschine, oder? Genau, Lisa. Die Supersäge 3000 ist nicht nur irgendeine Säge. Sie ist das ultimative Werkzeug für alle, die Wert auf Präzision und Leistung legen. Egal, ob Sie Bäume fällen, Brennholz vorbereiten möchten oder den gesamten Regenwald abholzen, diese Säge packt das spielend an. Norbert, schau dir an, wie unser Produkttester Cornelius mühelos einen Baum nach dem anderen zu Kleinholz macht. Das geht wirklich schnell. Ja, Lisa. Der 3 PS starke Motor und die baumwollbeschichteten Klingen sorgen dafür, dass die Supersäge 3000 durch Baumstämme geht wie durch Butter. Wenn Sie diese Säge erstmal in den Händen halten, werden Sie sich fragen, wie Sie jemals ohne sie ausgekommen sind. Greifen Sie zum Telefon, rufen Sie jetzt an und sichern Sie sich Ihr Exemplar. Danke, dass Sie angeschaltet haben. Ich stellte den Hintereingang des Hauses fertig und platzierte einen Wassersammler auf der kleinen Terrasse. Ein Zaun sollte vor dem Herunterfallen schützen, denn Sicherheit geht vor. Immer. Auch die Brücke wurde fertig und erhielt ebenso ein Geländer.
Aber das reichte hier noch nicht. Ich wollte auch eine Überdachung haben. Und so experimentierte ich mit den Steinsäulen und dem frei platzierbaren Dach herum, so lange, bis mir das Ergebnis gefiel. Voll gut eigentlich. Außer, dass es hier irgendwie so eine kleine Deformation gibt, mit der ich nicht so richtig was anzufangen weiß. Aber das ist, weil das nicht genau gegenüber ist. Neben dem Dach für die Brücke zog ich auch noch einen Weg quer durch mein Camp und verband den neuen Eingang meines Hauses damit. Es war nun an der Zeit, die Baustellen fertigzustellen, und so farmte ich vor allem Stöcke und Steine für die Geländer und den Steinweg. Und als ich so am Bauen war und die Morgensonne über den Berg aufging, sah ich wie in einer Eingebung den perfekten Ort für den Bau der Kirche. Aber vorher musste ich noch die Geländer und das Dach fertig bauen. Also wie der hier mit der Blaupause das Dach aufbaut, in welcher Reihenfolge, das ist auch ganz schön strange. So, jetzt kann ich endlich das machen, wozu ich das alles ja eigentlich gebaut habe, nämlich hier solche Hängeleuchten hinsetzen. Der ganze Aufwand nur deswegen. Oh, braucht aber auch Seile. Ich baute noch ein größeres Beet neben mein Haus, verjagte die Besucher und lernte dabei, dass ich wohl auch noch die Ostmauer ein Stück in Richtung Krater verlängern muss. Nach einer weiteren Farmrunde für Stoff und Seile stellte ich die Beleuchtung der Brücke fertig und machte einen weiteren Ausflug, um mir die Seile für den Gleiter zu beschaffen. Na, seid ihr mir hinterhergelaufen? Pech für euch! Und das war's. Jetzt habe ich einen Gleiter. Ich werde mal abwarten, bis es wieder hell ist. Okay, dann probieren wir den Quatsch hier mal. Okay, YOLO. Yes. Na, das ist doch super. Okay, es ist ehrlich gesagt ein bisschen schwer, die Höhe zu halten. Ha, ich glaube, das muss ich noch üben. Na gut, das ist natürlich so, je höher man startet, desto einfacher hat man es, dahin zu kommen, wo man hin will. Aber Alter, diesen Turm, den kriege ich doch niemals aufgebaut. Keine 20 Tage mehr und der kostet über 300 Baumstämme. Oh mein Gott, hier gibt's sogar einen Spot, wo der hinpassen würde. was für ein Quatsch. 317 Baumstämme. 317. Niemals. Das ist ein realistischeres Bauprojekt. Mit nur 93 Baumstämmen. Allerdings werde ich die Kirche hier oben nicht schützen. Das ist ein heiliger Ort, den greift keiner an. Mit der Motorsäge besorgte ich mir über die nächsten Tage die notwendigen Baumstämme, denn ich wollte auch mal testen, ob die Kannibalen überhaupt auf diesen Hügel raufkommen. Aber das war nicht der Fall. Die einzigen Besuche fanden unten an meiner Mauer statt und ich konnte in Ruhe die Kirche bauen. Gesellschaft hatte ich trotzdem, aber von etwas ganz anderem. Hier ist einfach eine Schildkröte oben und ich bin am Anfang des Spiels ewig gelaufen, bis auf einen anderen Kontinent, um so eine blöde Schildkröte zu finden, und hier oben sitzt eine oder was? Ist doch nicht dein Ernst. Yay! Da ist sie fertig. Was für ein Bau, ey. Hier kann ich meine Predigt halten. Da ist das ja gut. Jetzt muss ich mal was testen. Kann ich denn, wenn ich das Ding umhab, ein Seil hochklettern? Das geht bestimmt nicht, oder? Nee, da bleibt's liegen. Okay, das heißt, wenn ich mir selber eine Startplattform bauen will, die nicht so viel kostet wie die richtige Plattform, wie der richtige Turm, dann muss ich da unbedingt mit Treppen hochkommen. Ich begann also mit dem Bau einer Startplattform für den Gleiter am Rand der Klippe, fand noch etwas Zeit, meine Basis besser zu beleuchten, und baute mir eine Zielscheibe für Schießübungen. Dabei wehrte ich wieder mal die nicht enden wollenden Angriffe ab, und zum ersten Mal kam einer der stärkeren Mutanten zu Besuch. Dass das kein Armsi war oder so dicker und nur so eine Virginia oder wie die heißt. Alles klar. So, und hier müsste ich jetzt mit dem Gleiter hinkommen. Und ich hoffe, das bleibt bis Tag 100 hier bestehen,
Denn der Plan wäre, zu Tag 100 einfach mit dem Gleiter in das Loch da reinzufliegen, bis auf den Boden. Denn dann spare ich mir den kompletten Weg durch das Cave, was dahin führt. Und das wäre sehr nice. Zum Schutz der Basis in meiner Abwesenheit bekam die Ostmauer noch ihre Verlängerung, denn ich wollte auf eine weitere Reise gehen. Es gab noch ein letztes Bauprojekt oder besser gesagt ein letztes Experiment, was ich für meine Basis umsetzen wollte. Also schlug ich mich erneut in die südöstliche Ecke der Karte durch und schwamm in der Nähe des Hauptlagers der Kannibalen raus aufs offene Meer. Hier gab es eine letzte kleine Höhle, in der die Seite 4 von 4 der Zusatzbaupläne versteckt war, mit dem Bauplan für eine Sommerrodelbahn. Ich nutzte den Ausflug auch gleich, um mir mehr Stoff und Seile aus dem Kannibalenlager zu beschaffen, aber damit noch nicht genug. Ich beschloss ebenfalls, mir die noch 2 fehlenden Teile von Timmys Spielzeug zu holen, die ich in den Höhlen bisher übersehen hatte. Das ist eine ganze Menge Geld. Was ist hier drin? Zufälliges Zeug. Ah, das habe ich gesucht. Sehr gut. Das fehlende Teil vom Spielzeug. Fehlt nur noch der Kopf. Für den Kopf führte mich der Weg in dieselbe Höhle, die ich immer zum Stoff- und Seilefarmen benutzt habe. Ich hatte schon fast vergessen, wie gefährlich der Wald mittlerweile geworden ist. Oh, ach du Scheiße. Mit denen lege ich mich jetzt nicht an. Ich muss schnell hier rein. Oh Gott. Dass die aber auch immer in der Welt da sind, ist das einfach nur mega Glück oder habe ich so eine gute Position für meine Base erwischt? Weil die haben mich ja noch nie angegriffen. Außer einmal, da hatte ich so eine Virginia vor der Haustür, die auch ein bisschen die Mauer beschädigt hat. Aber ansonsten, nope, gar nichts. Der Kopf war nicht schwer zu finden und mit Timmys Spielzeug nun komplett begab ich mich in der Dunkelheit der Nacht zurück nach Hause. Nach einem kleinen Snack an den neuen Bärensträuchern fiel mir auf, dass die Kirche noch nicht beleuchtet war, also löste ich noch dieses kleine Problem, bevor ich schlafen ging und am nächsten Tag die Konstruktion einer Rodelbahn startete. Vom Kirchenfelsen bis runter ins Wasser sollte die Strecke führen. Was soll das alles nur sein? Ich habe keine Ahnung, wie viel das hier kosten soll. Steht das irgendwo? Da. Ich kann es nicht lesen. Weiß auf weiß. 76. Oh, und 120 Holzstöcke. Aber 76 Baumstämme geht noch. Das ist noch vertretbar. 120 Stöcker sind auch nur 6 volle Inventare. Das lässt sich auch machen. Dann lege ich mal los. Oh, ich bin so froh, dass ich gar nicht erst angefangen habe, den Turm zu bauen. Auf den Quatsch hier habe ich viel mehr Bock. Oh, ich kann ja auch mal was hier aus meinen Lagern nehmen. Wozu habe ich das alles gesammelt? Wenn ich es nicht ausgebe. So, Stunde der Wahrheit. So soll das gehen, ja. Leertaste und dann Linksklick. Okay. Oh Gott. No. Ah, man kann steuern. Oh, das wusste ich nicht. Okay. Ich dachte, man ist auf sich gestellt. Okay, da kann ich das ja noch beeinflussen. Versuch Nummer 2. Jetzt! Ich komm durch! Oh ja! Okay, nicht übel. Das ist cool. Das gefällt mir. Es folgte der Endausbau der Basis mit etlichen neuen Fallen außerhalb der Mauer, denn ich hatte noch ein Abschlussprojekt in einem ganz anderen Ort vor und wollte meine Basis bestmöglich geschützt wissen. Ich hatte sogar Gelegenheit, einmal die Pistole und die Armbrust auszuprobieren, muss aber sagen, dass mich keine der beiden Waffen besonders überzeugt hat. Hey du, du fällst mir noch als Trophäe. So, jetzt haben wir das auf beiden Seiten. Das ist doch schön. Auf der Seite lasse ich es, glaube ich, erstmal so. Hier kommt es auch gefühlt am wenigsten. Ich habe immer Stress oben und ich habe immer Stress auf der anderen Seite. Hier so gut wie nie irgendwas Bedrohliches. Über die lange Seilrutsche begab ich mich zurück in Richtung der Bucht, wo ich mein Hausboot abgestellt hatte. Hier an den Felsklippen vor dem Strand platzierte ich Signalfeuer, Mauern und Fallen. Laut Beschreibung sollen die Signalfeuer Gegner anlocken, aber ich war mir noch nicht sicher, welche Gegnertypen und wie viele. Und da ich meine Basis nicht gefährden wollte, lagerte ich dieses Experiment in eine Farmbasis aus. Eine Farmbasis für Knochen und eventuell Mutantenrüstungen. Über mehrere Tage baute ich an diesem kleinen Lager, wo die ersten Besucher schon starteten, bevor ich überhaupt das Signalfeuer anzünden konnte. Scheinbar hatte ich einen sehr guten Spot für mein Vorhaben gefunden. Ja, diese Mauern hier links und rechts, die sind einfach nur, um die so ein bisschen zu kanalisieren, dass sie nicht von zu vielen verschiedenen Richtungen gleichzeitig angreifen. Ob das am Ende so funktioniert, keine Ahnung. Supersäge 3000.
beseitigt nicht nur Bäume, sondern auch alles andere, was ihnen in den Weg kommt. Bestellen Sie jetzt! Es erforderte schon einiges an Geduld und Beharrlichkeit, diese Basis überhaupt aufzubauen, denn zeitweise hatte ich den ganzen Tag mit Kannibalen zu kämpfen und kam deshalb nur langsam voran. Immerhin sammelte sich auf diese Weise schon ein Knochenvorrat an, bevor das Lager überhaupt fertig gebaut war. Und nachdem ich mich vollständig hochgerüstet hatte, begann ich damit, die ersten Vorräte einzulagern. Ein paar Lichtquellen für die Nacht stellten das Lager letztendlich fertig und ich entzündete das erste Signalfeuer. So. Let's go, dann kommt mal. Ich bin bereit. Und ihr? Die Nacht brach herein und es passierte gar nichts. Wo mir die Kannibalen beim Aufbau keine Ruhe ließen, war plötzlich gähnende Stille. In der Nacht kamen nur zwei einzelne Gegner vorbei und als schließlich die Sonne wieder aufging, kam ich mir schon ziemlich veräppelt vor. Aber davon lasse ich mich nicht entmutigen und platzierte einfach weitere Fallen und weitere Signalfeuer, bis die Menge an Besuchern im Laufe des Tages wieder zunahm. Da kommt schon der Nächste. Ah, jetzt läuft's doch hier. Jetzt haben wir hier richtigen Publikumsverkehr. Na, willst du auch noch einen Pfeil im Kopf? Natürlich willst du auch einen Pfeil im Kopf. Ich stellte noch ein weiteres Signalfeuer auf und nach Einbruch der Nacht bekam ich dann auch endlich das, wonach ich gefragt hatte. Da sind die Mutanten? Alter, ist das ein Armsi da hinten oder was? Oh mein Gott. Oh Gott. Und jetzt kommen auch noch die anderen. Oh mein Gott. Naja, ich wollte ja nicht anders. Ich wollte ja scheinbar nicht anders. Oh mein Gott. Boah. Au. Tot. Da hinten ist noch einer. Komm, gib mir deine Rüstung. Da hinten ist noch einer. Was geht denn jetzt ab hier? Oh nein, das ist ein blauer, oder? Oh mein Gott. Ah, geil. Der zündet sich am Feuer an. Oh Gott. Der rippt hier einfach mal alles auseinander. Alter, was geht mit dem Bogen? Der ist ja überkrass mit den guten Pfeilen. Ist da noch ein Armsi? Da ist noch ein... Nee. Das ist aber ein anderer. Das ist so ein dicker. Oh mein Gott. Daneben. What the fuck? Oh. Oh shit, jetzt habe ich mich ja noch an den Rand gesteckt, ich Trottel. Oh, das war das Feuer. Ah, das war's für ihn. Okay. Ein Feuer ist unter den Verlusten. Oh, zum Glück nicht mehr. Zufrieden mit der Farmbasis kehrte ich ihr schließlich den Rücken und machte mich ein letztes Mal auf den Weg nach Hause. Denn meine 100 Tage waren so gut wie zu Ende und ich nutzte den Rest der Zeit, um mich optimal auf die letzte Höhle vorzubereiten. Mit genug Pfeilen, Sprengstoff und viel Proviant im Gepäck fühlte ich mich bereit, die letzte Reise anzutreten. Zeit aufzubrechen, würde ich sagen. Mir gefällt die Basis sehr gut. Sieht auf jeden Fall sehr atmosphärisch aus mit der Kirche da oben, auch wenn sie keinen richtigen Zweck hat und nur als Deko dasteht, genauso wie die Sommerrodelbahn. Aber zusammen ergibt das hier ein ziemlich cooles Bild, vor allem hier mit diesen Brücken zwischen den einzelnen Plattformen. Ah, ich feiere das und das hat sehr gut funktioniert. Hier oben ist ein bisschen leer geblieben, aber ganz ehrlich, bei den bisschen Deko-Sachen, die man hier im Game hat, ich habe da auch keine richtige Idee mehr. Könnte da oben nochmal dasselbe bauen wie hier unten, aber... Das wäre dann halt auch nur nochmal dasselbe. Und wer will das schon? Hier haben wir oben einen Schlaf- und einen Tanzsaal. Oh, da es jetzt regnet, kann ich jetzt auch wieder von hier trinken. Da unten steht mein Gleiter, den werde ich gleich da nach oben bewegen und dann in dieses Loch da reinsegeln. Ja dann, auf geht's! Ich muss nur schauen, wie ich jetzt langsam an Höhe verliere,
Das sieht wahrscheinlich einfacher aus, als es ist. Aber ich krieg's schon irgendwie hin. Okay. Oh mein Gott, was ist denn da unten los? Da ist ein blauer Armsi. Oh, shit. Oh Gott, und der ist direkt auf mich aufmerksam geworden. Also die letzte Höhle durch das Wasserloch mitten im Krater. Vereinzelt musste ich einige Mutanten aus dem Weg räumen, aber ich hatte ehrlich gesagt mit größerem Widerstand gerechnet. Mit der Kletteraxt ging es schließlich in einen hell beleuchteten Bereich, der mich zur Tür führte, hinter der alles ein Ende finden wird. Okay. Und hier braucht man die Keycard, richtig? Oh ja. Der sehr lineare Weg führte mich einmal durch die Anlage, die eine Art Forschungsstation von Sahara war. Ich kroch den Weg entlang durch Lüftungs- und Wartungsschächte und fand ein paar Schulfotos von Megan, dem Mädchen von den Camcorder-Tapes. Mein mitgebrachter Proviant stellte sich als ziemlich überflüssig heraus, da die Kantine hier voll mit Nahrung und Getränken aller Art war. Observation Room A. Oh ja. Da hättet ihr mal besser Observation machen sollen, dann wäre der Schwachsinn hier nicht passiert. Ah, da ist ein Armsi. Armsis sind zum Anzünden da. Aber die sind gar nicht so schlau, oder? Und ziemlich blind, um ehrlich zu sein. Oh, das war's schon. Krass, der hatte ja nicht so viel, mir entgegenzusetzen. Die Story von The Forest wird nicht durch Text- oder Sprachdialoge erzählt, sondern allein durch Gegenstände und die Umgebung. Sie lässt dadurch viel Spielraum für Interpretation offen und das ist es, was die Story so interessant macht. Diese Einrichtung diente der Sahara Corp für Experimente an tödlich erkrankten Kindern und Megan war eins davon. Es ging darum, sie gegebenenfalls zu heilen und daraus Forschungsergebnisse für die Anwendung bei Erwachsenen abzuleiten. Heilung von schweren Krankheiten, längeres Leben, you name it. Aber der Standort auf dieser Halbinsel war kein Zufall, denn nur hier gibt es die Artefakte, die entweder magischen oder außerirdischen Ursprungs sind und deren Effekt auf die Menschen fatale Nebenwirkungen haben. So entstanden auch die Mutanten, die nach einem Laborunfall ausbrechen konnten und nun die Halbinsel bevölkern. Und um eines dieser Artefakte herum entstand dieses Labor.
Um ein Leben zu retten, erfordert dieses Artefakt eine Art Opfer. Und Timmy wurde genau für diesen Zweck von dem Mann benutzt, der ihn ganz am Anfang aus dem Flugzeugwrack entführt hatte. Um herauszufinden, ob dieser Vorgang nun auch umgekehrt funktioniert, durchsuchte ich das Labor und folgte den blutigen Fußabdrücken, bis ich schließlich die Person fand, die mit Timmys Leben behandelt wurde. Megan mutierte zu einem riesigen spinnenartigen Wesen. Ein Endbosskampf, auf dem ich dank guter Rüstung, Pistole und ausreichend Munition sehr gut vorbereitet war. Ihre Nahkampfangriffe sind extrem gefährlich, daher sollte man auf Abstand bleiben und seine Treffer aus der Ferne landen. Das war's. Okay. Boah, hat eine Menge ausgehalten. Aber ging alles nochmal gut. Mit Megan auf dem Arm rannte ich zurück zum Artefakt. Doch zu früh gefreut, denn es heißt ein Leben für ein Leben. Und davon konnte man bei Megan nun nicht mehr sprechen. Sie ließ jedoch die goldene Keycard fallen, die den Zugang zu einem zweiten Artefakt öffnet. Durch ein Loch in der Wand gelangte ich in ein weiteres Höhlensystem, was ziemlich lang, aber dafür auch ziemlich leer war. Ein weiteres Labor tat sich am Ende der Höhle auf, was innen auch nicht viel besser aussah als das andere. Ich betrat einen Fahrstuhl, der mich weit nach oben fahren sollte, checkte noch ein letztes Mal den Tageszähler in meinem Notizbuch und verstand, warum der Weg so lang war. Ich war mitten im Schneegebiet am Berggipfel. Denn hier ist das zweite Artefakt aufgebaut, was einen düsteren Zweck erfüllt. Eine Abschussvorrichtung für ein Flugzeug, was drei potenzielle Kandidaten beinhaltet, um Timmys Leben zu retten. Früher stand man hier vor der moralischen Frage, ob man das Flugzeug abschießt und die Leute opfert, um Timmy zu retten. Oder ob man lieber die Notabschaltung betätigt, um den Kreislauf, durch den man ja auch selbst auf der Insel gelandet ist, zu beenden. Da aber Timmy in der Story des Nachfolgespiels eine prominente Rolle spielt, wurde mir diese Entscheidung zum Glück mittlerweile abgenommen. Guest is a TV star, author, and real-life plane crash survivor. Here to talk to us about his new book, Rescue, along with his son, Timmy. Please, give it up for Eric LeBlanc. Oh, is that the axe? Hey, do y'all want a demonstration? Here we go. Is he okay?